Es ist soweit. Grüezi miteinander. Willkommen zur Direktübertragung vom Boat Race 2022. Also Direktübertragung von der Entscheidung, muss man sagen, weil das Boat Race, das geht ja 24 Stunden lang. Hat gestern Abend um 9 Uhr angefangen und geht bis heute Abend um 9 Uhr. Das Ziel ist, in diesen 24 Stunden möglichst viele verschiedene Vogelarten zu erkennen auf dem ganzen Gebiet der Schweiz. Falls Sie den Kanal eingeschaltet haben, dann wissen Sie das wahrscheinlich schon. Sie sind interessiert, Sie sind dazugekommen. Aber es gibt sicher auch einige, die es Wunder nimmt, wie ist jetzt das Ganze und wo nicht so viel wissen davon. Und für die bin eigentlich ich da, um die einfache Frage zu stellen, der Fachmann. Aber das ist da der Chef der ganzen Aktion, das ist der Michael Weber. Hallo, du bist Projektleiter und du hast Übersicht und du hast auch mal Zwischenresultat. Also dich kann man eigentlich prinzipiell alles fragen. Genau, ja. Ich versuche es so gut wie möglich zu beantworten. Also 24 Stunden geht das. Das findet ja in der ganzen Schweiz statt. Wir sind aber da natürlich an irgendeinem Ort, haben wir unser Studio eingerichtet. Das ist da in Klinau und das hat bestimmte Bewandtnis. Da hat es besonders viel Vögel wahrscheinlich. Genau, wir sind am Klingnauer Stausee im BirdLife Naturzentrum und der Klingnauer Stausee ist ein super Gebiet zum Vögel beobachten. Und auch jedes Jahr sind mehrere Bird Race Teams da am Klingnauer Stausee unterwegs. Und wir geniessen hier die Gastfreundschaft von Daniela Rüegsegger und dem ehrenamtlichen Helfer Werner Portmann in Zusammenarbeit mit eben BirdLife Schweiz, BirdLife Aargau und den lokalen Sektionen. Und wir sind da wunderbar technisch bestückt durch eine richtige Fernsehcrew mit allem, was dazugehört. Sie sehen das und das verdanken wir der Livefabrik GmbH aus Adliswil. Also, wer gewinnt Bird Race 2022? Das stellt sich zuerst mal eine Frage. Wer macht da überhaupt alles mit? Ja, das sind ganz viele Teams am Start. Eben seit gestern Abend, wie gesagt. Und ja, wir sind jetzt gespannt. Wie viele sind es? Es sind 85 Teams, 87 sind angemeldet gewesen, zwei haben leider kurzfristig müssen absagen und 85 sind jetzt effektiv gestartet. Team, das müssen mindestens zwei sein, gibt es auch eine obere Begrenzung oder aus wie vielen Leuten besteht das Team? Immer aus 3 bis 4 Personen, genau. Ja. Und das braucht es? Ja, das ist, also 3 braucht es mindestens, weil eine der Regeln ist, dass immer 3 Leute von einem Team müssen eine Art gesehen und bestimmt haben, damit sie zählbar ist. Und wenn man noch jemanden mehr hat, dann hilft das, weil 8 Augen sehen halt mehr als 6. Das heisst also, es wird natürlich auf dem Prinzip des Vertrauens aufgebaut. Also genau. Die Teams sagen selber, welche Vögel das gesehen haben. Aber eben 3 verschiedene müssen die sehen oder langen eventuell sogar hören. Gehört langen auch. Natürlich, weil, die Frage stelle ich, weil ja die ganze Nachttour hat man ja auch können beobachten. Ist das nur theoretisch oder wird das auch gemacht? Nein, das wird selbstverständlich auch gemacht. Das Bird Race, das geht ja eigentlich schon vor dem 9 Uhr los. Die Teams bringen sich in Position, dann sich ein bisschen einspielen und aufwärmen. Und ich habe da ein Video von einem Team, das gestern Abend, wo mir das Video geschickt hat von gestern Abend, bevor es losgegangen ist, haben sich die noch ein bisschen eingestimmt gemeinsam. Das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Handy. Aha. Selfie-Stick. Kira. Ja, der auf unser 20. Bird Race. Hey, jetzt sind wir da. Sante. Auf die nächsten 20. Auf die nächsten 20, genau. Definitiv. Ehrlich gesagt habe ich mir die Bird Racer ganz anders vorgestellt, so mit Feldstecher und Hut und so. Die hätten dann ganz gut in die Disco jetzt gehen können, oder eine Schwingtasche oder einen Fußball. Das ist halt eines der jüngeren und modischen Teams. Oder? Die sind jetzt zwar auch schon zum 20. Mal dabei, aber die sind trotzdem, die haben früh angefangen. Genau. Und die legen natürlich den Feldstecher dann nachher schon noch ab, wenn es losgeht. Das ist jetzt noch ein bisschen bevor. Und die haben uns gestern Abend ein Video geschickt, eben dieses Video. Und genau. Wir haben ganz, du hast ja ganz einen Haufen, wie soll ich sagen, Beziehungen, Verbindungen aufgebaut. Ich nehme an, hast du gestern Abend noch andere Teams kontaktiert? Genau, wir haben noch ein Video von einem Team vom Chassehall, das dort in der Jurahöhe gestartet ist. Und das wäre das Nächste, was ich euch jetzt zeige. Genau. Okay. Ja, wir sind oben auf dem Chasseral. Schön gestrampelt. Ja, weiß auch nicht. Mal schauen, ob etwas los ist. Mornellregenpfeifer wäre das Ziel. Aber
Oder habt ihr andere Pläne? Morgen auch, ja. Gut. Also, schon wir wünschen allen viel Erfolg. Tschüss zusammen. Bis morgen, irgendwann. Ciao. Irgendwann nicht, aber sie startet auf dem Chasseral oben. Und damit sind wir eigentlich schon mitten in der Materie. Also, die startet sozusagen oben, weil es dann ein einfacher ist zum Ablaufen statt zum Urlaufen, weil Uhr können sie noch vor dem Start, oder? Und jetzt in den nächsten 24 Stunden rollt das Feld von oben ab und auf, oder wie sieht das aus? Genau, das ist die starten jetzt dort oben. Die versuchen dann morgen, oder jetzt heute Morgen haben sie versucht, möglichst viele Arten dort noch zu sehen, die halt in den Bergen oben typisch sind. Und genau, sie rollen dann von oben ab ins Flachland und gehen dann dort noch in den Feuchtgebieten weitere Arten suchen, ja. Und die sind im Chasseral gestartet. Also man sieht wirklich, in der ganzen Schweiz sind die verteilt. Hat dann jedes Team sozusagen ein Revier zuteilt bekommen? Nein, das ist frei wählbar. Die Teams können starten, wo sie wollen. Und die Route ist auch frei wählbar. Und die sind aber so ein bisschen über die ganze Schweiz verteilt. Wir haben Teams im Tessin, im Wallis, ein bisschen überall. Und die natürlich sich Chancen ausrechnen zu können, ich nehme an, die haben sich schon überlegt, wo gibt es am meisten Vögel, wie kommen wir am besten vorwärts? Selbstverständlich, das ist ein wichtiger Aspekt, ja. Und dürfen wir da mit was? Mit, also zu Fuß sicher, mit dem Velo, mit dem TÜV, mit dem Auto, mit dem Luftballon oder wie sieht das aus? Die Regeln im Detail besagt nur öffentlicher Verkehr und Muskelkraft. Das heisst okay. ÖV und Velo, genau. Ja. Das ist besser als öffentlicher Verkehr, weil da verliert man zu viel Zeit. Gewisse Gebiete kommt man halt mit dem öffentlichen Verkehr nicht so gut her. Und da braucht man schon noch das Velo, um dann vor Ort schnell zum einen Ort an anderen zu kommen. Damit ich mir eine Vorstellung machen kann, also ein Siegerteam, wie viele Arten, also grob geschätzt, also gute, wie viele Arten werdet ihr in diesen 24 Stunden entdecken? Etwa? Ich rechne damit, dass das Jahr über 140 Arten gesehen werden. Über 140? Ja. Also ich zähle zusammen durch 24. Das bedeutet dann etwa 5 pro Stunde. Ist das gleichmäßig verteilt oder tun sie schnell 5-6 Stunden Nickerchen machen sie Nacht? Das ist natürlich nicht gleichmäßig verteilt. Ja, sie machen sicher in der Nacht Pause. Also sie fangen in der Nacht an, wenn es dunkel ist. Nach Gehör, dann hat man natürlich noch nicht so viele Arten. Und dann geht es am Morgen früh dann los und dann kommen natürlich schnell mal viele Arten und nachher kommen eigentlich nach jedem Ortswechsel kommen dann wieder schnell neue Arten dazu. Genau. Und du bist natürlich auch in den 24 Stunden schon voll aktiv gewesen und hast auch noch Kontakt, nehme ich an, aufgenommen in der Nacht oder gerade jetzt, sehe ich. Genau, wir haben jetzt noch ein Video von einem Team, das wirklich gestern Nacht nach dem Start uns einen Eindruck vom Geschehen vermittelt hat. Gerade so nachdem sie die erste Art hatten und es ist dann halt wirklich stockdunkel. Hallo zusammen, es ist jetzt 20:09 Uhr, wir sind gut ins Bird Race gestartet und haben mit dem Waldkutz jetzt gerade unsere erste Art aufschreiben können. Wir wünschen auch nicht zusammen viel Erfolg. Aber nicht so viel Erfolg wie uns. The Bad Buddies! Die sind schon guten Mutes, muss genau, ich sagen. Ja. Also, ich würde sagen, so vom Gefühl her, wenn es eindunkelt und wenn es am Morgen heller wird, das ist so die hohe Zeit, dort müssen wir die grösste Trefferquote erreichen. Genau, vor allem am Morgen dann natürlich. Hallo. Ich sehe gerade, wir haben das Team Band Buddies da gerade live im Studio. Die sind gerade eben am Klingnauer Stausee unterwegs, offenbar. Wir sind jetzt gerade hier angekommen vorher, genau. Und sind jetzt natürlich gespannt, was wir hier alles noch finden. Genau, mich wird euch natürlich gerade mit Fragen löchern. Ihr seid ja da die Fachleute. Wir stellen euch gerade vor, haben aber noch ein paar Einspieler parat, die du ja da zusammen gesucht hast. Oder sogar live. Also das liegt alles drin da in den nächsten 3 Stunden. Genau. Einspieler von vorher, live, was jetzt gerade passiert. Genau, und eben direkt vor Ort bei uns im genau. Studio. Wunderbar, ja. Dann sind wir ja richtig ausgerüstet. Genau. Das ist ja super. Was waren so eure Highlights bis jetzt? Was haben wir heute so gehabt? Also das Highlight war sicher der Fischadler, den wir heute gesehen haben. Es war an einem Ort, wo wir es nicht unbedingt gerade so erwartet hätten. Es ist im Landwirtschaftsgebiet eigentlich. Und die Holtube, würde ich auch sagen, war das Highlight, weil wir dort zuerst eine Art gedacht haben, sie ist eine, dann gemerkt haben, nein, es ist doch eine juvenile Ringeltube. Und dann haben wir doch noch ganz 15 Holtuben am Stück gesehen. Ah, super, nicht schlecht. Das war Andrea Straske.
Nehme ich an. Nein, das sind noch nicht unsere Experten. Das sind noch nicht unsere Riesenexperten. Das sind die einfach gerade vorbeikommen. Ja, genau, das ist Team Bad Buddies, das da live reingelaufen ist. Genau, das ist eben eine Live-Sendung. Genau. Da geht alles drunter und drüber. Ich habe allerdings gedacht, der ist etwa nach einer Stunde oder so. Nein. Die sind voll in Action. Die sind wirklich, die gehen nachher auch wieder zur Tür raus und gehen weiter vorbesuchen. Okay, sind ihr dann gut dran, glaubt ihr? Wir haben es noch nicht so verglichen miteinander, aber wir fühlen uns gut. Aha. Okay, und vor allem sind wir dann für die Siegerehrung nahe, oder? Wir sind ja jetzt schon da. Genau, da sind wir natürlich dann sofort wieder zurück, wenn es darum geht, uns den ersten Preis zu überreichen. Und das ist aber ja eine gute Taktik, wenn man sagt, das ist das Zentrum, ist ja eins von vier, oder? Von BirdLife. Und die machen ihre Zentren dort, wo es viele Vögel hat. Natürlich, also, ja, klar. Aber wieso sind sie die Einzigen, die da umstrahlen? Ich glaube, es sind noch andere Teams. Aber die sind einfach jetzt nicht da bei uns im Studio gelandet, genau. Aber ich denke, das sind noch mehr. Weg könnt, wahrscheinlich, zum Vögel schauen. Ist das eklig, wenn man auf andere trifft? Also dann merkt man, die haben die gleichen Ideen wie wir selber auch. Es ist natürlich immer ein gewisses Konkurrenzdenken, aber schlussendlich geht es ja um einen guten Zweck. Und da ist man häufig auch bereit, einander halt auch ein bisschen zu helfen, zum sagen, zum Beispiel, was man wo noch könnte schauen oder was man wo noch gesehen hat. Und entsprechend ist es meistens eigentlich recht kollegial, wenn man auf andere Gruppen trifft. Das ist gerade ein gutes Stichwort, ein guter Zweck. Es werden auch Gelder generiert. Ich sehe gerade, wir haben noch ein anderes Team, das live zugeschaltet ist. Hey, wir wünschen euch noch ganz viel Erfolg. Nutzt die letzten Stunden noch. Und toi, Spass. Ja, kommen wir nur wieder vorbei. Wir sind fast auf alles. Vielleicht später nachher noch auf einen Schluck. Genau. Super. Danke auch. Tschüss zusammen. Du hast gesagt, schon wieder eine Live-Schaltung. Genau. Das Team Fauna Berna Birders, die wir vorher gesehen haben auf dem Chasseral oben, die haben wir jetzt live zugeschaltet. Okay. Hallo zusammen. Ja, hallo zusammen. Da sind sie, genau. Sehen immer noch frisch aus. Ja, nachdem dass wir gestern auf dem Chasseral raufgefahren mit dem Velo und dann eine gute Nacht hatten im Hotel, mal sind wir wieder recht fit. Und jetzt gehen wir langsam durch. Ich sehe, was sehen wir hinten unten? Was ist das, der Neuenburgersee? Ja, wir sind schon ziemlich weit unten. Also wir sind am Neuenburgersee im Fanel angelangt. Und jetzt hat man immer so Pläne, wo man denkt, im Abendweg könnten wir so oder so viele verschiedene Vogelarten sehen. Entspricht das euren Plänen? Oder sind ihr zufrieden, was ihr bis jetzt da für eine Ausbeute habt? Aber vorher hat es uns voll verschifft. Wir sind fast nass geworden. Au! Oh. Da ist dann lang kein Vogel gekommen. Also. Das heisst, wenn es regnet, ist es schlecht. Da gehen die Vögel an Schermen und dann sieht man keinen mehr, oder was? Ja, vor allem die Beobachter gehen dann an Schermen. Naja, da muss man dazu sagen, wir sind nicht an Schermen. Wir sind möglichst schnell zum nächsten Punkt gefahren. Mhm. Aber es hat doch fest geregnet. Wir haben zwar etwa 5 Vogelarten rausgeholt, unter anderem ein Habicht in dieser Zeit. Aber so viel war gleich nicht möglich. Ja, haben wir den Mornell nicht gehabt? Nein, der Mornell war leider nicht rum. Wir sind gestern Abend suchen, heute Morgen Ausgiebig. Ja, und nachher schlussendlich will man sich dann gleich auch noch auf anderes fokussieren. Also, ja, das ist klar. Ja, ich würde sagen, wir wünschen euch noch viel Glück und Erfolg. Ja, danke. Jawohl, die letzte Nach dem Regen scheint die Sonne und nach keinem Vögel kommen viele Vögel, oder? Das ist doch der Lauf der Natur. Alles Gute. Also, ich merke aber, die Stimmung ist allgemein gut bei diesen Bergen. Sehr gut, oder? Ja, ich habe das Gefühl, doch, das läuft doch, ja. Und da ist man ist ja so passioniert. Das machen wir ja nicht nur mit diesen 24 Stunden, die man gewinnen will, sondern Vogelbeobachtung, das ist ja Jahr aus Jahr ein. Also meistens geht man ja dort, wenn man ein bisschen Fan ist, geht man in die Ferien dort, wo es viele Vögel hat. Selbstverständlich, und so weiter. Ja, viele Leute machen das so. Genau, ja, das ist und, so. Und darum ist das eigentlich einfach ein schöner Tag, wo man viele Vogelarten sieht, ob man gewinnt oder so. Wäre schön, aber ist nicht essentiell. Ah, für gewisse Teams schon, doch. Ah ja? Ja, da gibt es schon grossen Ehrgeiz. Genau. Und das fängt dann an, schon monatelang vorher überlegt man sich, wo gehen wir durch, wo starten wir und so. Ja, bei vielen Teams steckt da jahrelange Erfahrung dahinter. Die machen das Bird Race schon seit Jahren.
und tun ihre Routen optimieren und wissen, wo, was, wann, wie am besten funktioniert. Ja. Oh, ich sehe da schon wieder ein schönes neues Bild. Genau, wir haben vom Team Piepmatz Sarganserland, die sind in der Ostschweiz, in den Bergen gestartet und haben uns von heute Morgen ein schönes Video geschickt. Das ist jetzt so, so stelle ich mir Börder vor, oder? Und die haben alle, also ist das ein Fotoapparat, ist das ein Feldstecher, ist das beides oder kombiniert? Oder? Also die meisten sind am Bird Race mit Feldstecher und Fernrohr unterwegs, genau. Das sind so die essentiellen Geräte, die man braucht, um da die Vögel zu und Punkte kann man eigentlich nur mit dem Feldstecher. Das heisst, von Angesicht zu Angesicht sehe ich immer zu wenig. Ja, man sieht natürlich Schwefel und man kann sie schwer von Auge bestimmen ohne Feldstecher, aber viele Arten bleiben dann verborgen oder man kann sie einfach nicht bestimmen, weil man sie nicht genug sieht. Eben, weil es gibt ja nicht nur Amsel, Drossel, Finken und Stahl, sondern es gibt unzählige Arten von Finken und unzählige Arten von Meisen. Also da muss man schon ein bisschen draus kommen. Ja, das braucht schon gewisse Kenntnis, braucht das auf jeden Fall, ja. Was sind denn so die häufigsten, die vorkommen in der Schweiz, wo jetzt die Börder sagen, oh, das ist ein Amsel, das ist ein Spatz, also das ist nichts Besonderes sozusagen. Die hat jeder. Ja, also zum Beispiel der Höckerschwan, das ist jetzt eine Art, fast genau, weil auch Schwäne sind Vögel, ja natürlich. Genau, natürlich. Das ist so die Art, die eigentlich jedes Jahr auf jeder Artenliste drauf ist. Gut, genau. Jetzt, was könnte man noch erklären, wie das Ganze funktioniert? Also ich glaube, es darf die anderen klar sein, 24 Stunden lang, möglichst viele Arten. Drei pro Team die können festsetzen und genau. Dann haben sie Tabellen, nehme ich an, die sie können abhaken können. Sie haben eine Artenliste, genau, die sie können abkreuzeln, welche Arten sie schon gesehen haben. Und dann versuchen sie dort so viele Kreuzchen wie möglich zu setzen. Genau, und dann, wenn man schon 100 Arten hat, wird es natürlich immer schwieriger. Da sieht man einen Haufen Vögel, oh, haben wir schon. Richtig, das ist so. Und dann geht es halt eben genau darum, noch die rauszukratzen, die einem noch fehlen. Und kann man noch aufholen oder kann man sich zum Beispiel in der Nacht entscheiden, Vorsprung schon? Ja, das in der Nacht, das ist selten entscheidend. Da geht es nur um ein paar wenige Arten, ein paar Eulenarten zum Beispiel, die man mitnehmen möchte. Und aber nachher die grosse Menge ist dann eigentlich schon tagsüber. Also ich höre schon wieder Eulenarten. Also es gibt nicht nur den Uhu, es gibt ganz verschiedene. Nein, es gibt viele verschiedene Eulen. Also, ja. Was jetzt dieses Jahr am Bird Race schon gesehen worden sind, ist der Waldkauz. Das ist sicher der häufigste. Die Waldohreulen haben einige Teams schon gehabt. Die Schleierrüle, der Uhu und der Steinkauz, die sind alle schon gesehen worden. Und sieht man denn die jetzt Nacht überhaupt? Ja, oft nicht. Nein, dann hört man sie. Aber man muss halt Gehör können bestimmen, genau, ja. Und da, also, da kann man unterscheiden. Also, ja, ja. Ich meine, für mich macht ein Uhu einfach Uhu. nein, da kann Uhu, schon, ein Uhu. Genau. Das kann man dann schon bestimmen. Aha. Also, wenn man sich entsprechend auskennt. Jawohl. Ich sehe auf dem Einspieler-Kompi bereits wieder so ein Nachtbild. Oder ist das schon ein Morgenbild? Das ist das Morgenbild, genau. Ich habe da ein Video von zwei Teams, die sich gerade treffen. Stell dir vor, du bist da komplett abgelegen in den Bergen unterwegs, suchst dir deine Vögel und dann kommen da plötzlich noch so andere, die das Gleiche machen wie du. Guten Morgen zusammen. Und, wie viele Arten habt ihr schon wieder Liste? Eine. Ihr seid eins weiter als wir. Wir haben noch einen Satz neu in unserem Buch stehen. Guten Race. Wer schießt weiter? Warten Sie eine Stunde, oder? Ja, aber. Ich habe vorhin einem anderen Team schon die Frage gestellt, ist das eventuell ein bisschen Frust? Also, du hast einen Geheimtipp, du denkst, das ist die Region, oder? Dort hat es viele Vögel, das wissen nur wir, die wird uns zum Sieg verhelfen. Und nachher sind da andere da. Nein, man weiss ja auch ein bisschen, wo die guten Orte sind. Und man weiss, dass dort mehrere Teams hingehen. Ah, ja. Und auch wenn es eine gewisse Konkurrenz ist, ist doch untereinander eigentlich das Verhältnis meistens recht kollegial. Und man gibt sich einmal den einen oder anderen Tipp. Und
Von dem her verlaufen die Zusammentreffen eigentlich immer friedlich. Und dann gehen sie auch wieder auseinander. Dann bleiben wir dann nicht wieder zusammen. Genau, man wollte dann doch die Arten für sich selber suchen. Genau, die einen oder andere mehr haben. Genau. Wir sind schon mitten drin. Eigentlich wollte ich ganz am Anfang der Sendung noch ein Inhaltsverzeichnis geben, was wir in den nächsten 3 Stunden alles erwarten. Zum Beispiel eben unsere Expertenrunde. Die ist jetzt dann bald so weit. Dann haben wir aber auch noch eine Talkshow mit Prominenten, die man eigentlich nicht kennt im Zusammenhang mit Vögeln, die aber eine Beziehung dazu haben. Also das eine ist der Hans-Peter Latour, Ex-Fußballtrainer und jetzt aber auch Buchautor zum Thema Biodiversität. Dann Hanna Scheuring, die Leiterin vom Bernhard-Theater, der Daniel Rohr-Theater am Regenblick und der Peppe Lienhardt haben wir auch irgendwie noch integriert. Auch er, ein grosser Vogelfreund, kennen. Schon vor 30 Jahren hat er amigs zwischen den Musikern erzählt von seinen Papageien, die er hier hatte. Unterdessen hat er aber auch diversifiziert. Also, diese Talkshow, die kommen Sie dann auch über, weil zwischendrin müssen wir ja dann auch ein bisschen Zeit füllen. Zeit zwischen den Resultaten, die dann ja auch laufend einkommen. Irgendwann, glaube ich, in einer halben Stunde oder so, haben wir dann das erste Update. Jawohl. Was haben wir sonst noch? Das ist es eigentlich so. Also, am Schluss haben wir dann hoffentlich den Sieger oder wir wissen, wer in Frage kommt. Also, das wird sicher eine ganz spannende Sache. Und der rote Faden sind natürlich die Resultate oder die allgemeinen Verhältnisse. Ja, es hat getaget unterdessen. Genau. Wir haben noch Einspieler von heute Morgen. Nachher sind dann die Einspieler etwa fertig. Dann gibt es nur noch Live-Einspieler. Haben die überhaupt eine Zeit? Die jagen ja so die Vögel. Die wollen doch sicher keine Live-Einspielung mit uns machen. Sie, da geht ja wertvolle Zeit verloren. Genau, sie nehmen sich natürlich ein bisschen Zeit, nehmen sich extra für uns. Genau. Und eben von denen, die wir Videos haben, können wir die zeigen. Genau. Wir haben jetzt auch noch ein Beispiel von einem Team, das eben nicht in den Bergen gestartet ist, sondern schon am Morgen am Bodensee losgeleitet hat. Ah, eine andere Taktik. Genau, das können wir euch jetzt hier zeigen. Wir sind gerade gestartet in der Steinacher Bucht. Das Team Frauenfeld Lerchen aus Frauenfeld und Kreuzlingen und Stein am Rhein. Auf ein gutes Bird Race. Tschüss zusammen. Wollen wir noch schnell winken? Hallo! Also die einen sind im Schassrall gestartet, oben. Und die anderen starten unten am Bodensee. Oh, die wollen wahrscheinlich gar nicht drauf. Ich nehme an, am See ist kein schlechter Standort, um viele Vögel zu beobachten. Das ist auch grundsätzlich gut. Gewässer und Feuchtgebiete sind immer gute Orte, dass viele Vögel hat. Jawohl. Genau. Reden wir noch ein bisschen vom Wetter, so wie es jetzt ist oder gestern Abend war. Die einen sind verschifft worden. Offenbar nicht so gut, wenn es regnet, weil sich dann die Vögel verstecken. Oder ist je nach Wetterlage auch ein anderes Gebiet besser zum Vögel beobachten? Ja, es ist halt immer so, wenn man beim Regen mitten drinnen steht, dann ist es natürlich sehr unangenehm, gell? Dann wird die Optik nass und die Sichtweite ist beeinträchtigt. Aber wenn es ganz schönes Wetter ist, dann die ganzen Zugvögel, die fliegen dann einfach drüber, die landen nicht und dann sieht man sie auch nicht. Und von dem her ein kleiner Niederschlag, der die Zugvögel dazu zwingt, zu landen, das ist schon gut grundsätzlich. Darum denke ich auch, es wird dieses Jahr ein relativ artenreiches Bird Race geben, eigentlich. Okay. Und das andere haben wir schon angedeutet. Eben, das Bird Race ist das eine, dann haben alle den Plausch, den Vögel beobachten. Aber das generiert auch Geld für Projekte von BirdLife. Also wie funktioniert das im Einzelnen? Genau, das Bird Race ist eigentlich ein Sponsorenlauf. Das heisst, Teams suchen vorher Leute, die einen bestimmten Betrag setzen. Das können die Leute frei wählen, pro Art, die das Team sieht. Mhm. Und der Betrag der wird am Schluss gespendet an ein Projekt von BirdLife. Und dieses Jahr sammeln wir für unser Naturjuwelenprojekt. Wir haben ja dieses Jahr 100 Jahre Jubiläum von BirdLife Schweiz. Und das Ziel ist, dass wir 100 Naturjuwelen, also 100 kleine neue Lebensräume in der Schweiz schaffen. Und das machen unsere lokalen Vereine, die bei uns angeschlossen sind. Und wir haben jetzt schon über 140 sogar von diesen Projekten. Ah. Und das Geld, das jetzt mit dem Bird Race gesammelt wird, das fließt in diese Projekte. Und das hat allgemein ein bisschen Wellen geworfen. Sogar Schweizer Fernsehen, 10 von 10, hat einen Beitrag darüber gebracht. Und für die den nicht gesehen haben, zeigen wir ihn jetzt nochmal. Zum Schluss Faszination Vögel. Wenn Sie in freier Wildbahn Ihre Flügel ausbreiten,
dann wird man als Mensch, so unten auf der Erde, schon fast ein wenig neidisch auf die Meister der Lüfte. Dabei wäre eher Mitgefühl angebracht. Fast die Hälfte aller Vogelarten in der Schweiz sind gefährdet und in Zukunft drohen es noch mehr zu werden. Für eine gesunde Vogelwelt setzt sich die Organisation BirdLife Schweiz ein, seit 100 Jahren schon, und darum sollen nun an 100 Orten neue Lebensräume für Vögel entstehen. Matthias Rusch. Hier entsteht ein Vogelparadies. In einer ehemaligen Kläranlage im aargauischen Eggenwil soll Lebensraum für seltene Vögel und Reptilien geschaffen werden. Die Kammolch geht hier rein und die Gelbbuch kommt rein. Ja, die gehen bei dir, für die sind beide Tieren. Der Teil ist für die. Insgesamt realisiert BirdLife Schweiz über 100 solcher Projekte im Jubiläumsjahr. Mit mittlerweile 68.000 Mitgliedern ist die Organisation der drittgrößte Naturschutzverband der Schweiz nach WWF und Pro Natura. Der Artenschwund macht BirdLife zu schaffen. Es fehlt an Lebensräumen. Viele Lebensräume sind beeinträchtigt worden oder komplett zerstört worden. Und natürlich, die BirdLife Naturjuwelen allein, das lenkt noch nicht. Aber das ist ein wichtiger Anfang, der eben zeigt, wie man so Lebensräume lokal wieder herstellen und aufwerten kann. Und wir hoffen natürlich, dass das auch zu einem Nachahmungseffekt dann führt. Angefangen hat alles 1922. Unter dem Berner Ornithologen Albert Hess wurde BirdLife Schweiz gegründet, damals noch unter dem Namen Schweizerisches Landeskomitee für Vogelschutz. Im Neracher Riet schufen die Vogelschützer eines der ersten Schutzgebiete. Im Laufe der Jahrzehnte folgten hunderte weitere. Der Wald ist in unseren Asphalt- und Betonsteppen bald der letzte Erholungsraum. Hier begegnet man noch dem geheimnisvollen Zauber der Natur. Das Bewusstsein für die Vögel und den Naturschutz wuchs immer mehr. Wie hier im Wasserturm der Luzerner Kappelbrücke in den 50er Jahren, wo Freiwillige die Nestpflege in der Alpenseglerkolonie übernahmen. Und spätestens mit den groß angelegten Heckenpflanzaktionen in den 70er Jahren konnte sich der Vogelschutz in breiten Kreisen der Bevölkerung etablieren. Wenn man sieht, wie viele Vögel am Aussterben sind, und mit diesen Hecken kann man wieder so viel, haben wir vielleicht Glück, dass wir den Rotrückenwürger wieder ein bisschen mehr da haben. Und das finde ich so wichtig, dass die einfach ihr Biotöpli haben, wo sie sich wieder heimisch fühlen können. Dank dem Einsatz von BirdLife fühlen sich auch diese Kiebitze im Berner Seeland wieder heimisch. Vor 5 Jahren gab es hier keine Brutpaare mehr. Dank dem temporären Überfluten von Ackerland mit einer Solarpumpe und einem Elektrozaun zum Schutz der Vögel schuf die Naturschutzorganisation neue Brutflächen. Diese Aufnahmen vom April zeigen, wie die bedrohte Art sich hier wieder heimisch fühlt. Im Moment hat es bis zu 50 Kiebitzen, die sich hier auf dieser Parzelle aufhalten. Und mindestens 11 Weibchen sind schon auf ihren Eiern. Also mindestens 11 Brutpaare hat es das ja schon. Vielleicht werden das sogar noch ein bisschen mehr. Auch gefährdete Arten wie der Steinkauz oder der Eisvogel konnten sich dank Aufwertungsmaßnahmen wieder mehr in der Schweiz ausbreiten. Trotzdem bleibt der Handlungsbedarf groß. Gerade durch intensive Landwirtschaft wie hier im Berner Seeland haben die Bestände von vielen Vogelarten stark gelitten. Wir sehen von Seite BirdLife, wenn wir lokal mit Landwirten zusammenarbeiten, der grosse Teil der Landwirtinnen und Landwirte hat die Offenheit, für die Biodiversität etwas zu machen. Und es ist meistens das politische Hindernis, die Rahmenbedingungen von finanzieller und politischer Seite her, die dann eher etwas verhindern und nicht Landwirte, die dem im Weg stehen. Nichts mehr im Weg steht auf jeden Fall dem Biotop in Eggenwil. Die Bauarbeiten sind bald abgeschlossen. Erste Vögel sind bereits auf der Suche nach Nestmaterial. Bald wird hier die Natur wieder Einzug halten. Ja, und jetzt sind Experten bei uns eingetroffen, die ich vorhin schon verfrüht angekündigt habe. Von rechts nach links, der Raphael Eier, haben wir gerade gesehen im Beitrag. Jetzt live bei uns auf dem Sender, der Geschäftsführer von BirdLife Schweiz. Dann neben ihm Andrea Straskri, der schon 9-mal mitgemacht hat. Und zwar immer so sozial, immer so ein bisschen mit Familie, mit Kind und so. Genau. Guten Abend miteinander. Und dann
erstarren fast vor Ehrfurcht, oder? Adrian Jordi, achtfacher Sieger von dem Bird Race. Jetzt wollen wir es natürlich wissen. Wie gönnt man das Bird Race? Ja, es gibt eigentlich nicht ein spezielles Rezept, um zu siegen. Ganz wichtig ist, ein gutes Team zu haben, mit 4 Leuten insgesamt auf voll mitziehen, die genau wissen, wie man die Vögel bestimmt, optisch, für aber auch akustisch. Weil das, würde ich sagen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Die meisten Vögel sieht man nicht, man hört sie. Und man hat nicht Zeit, einen Eisvogel oder eine Mönchsgrasmücke lang zu beobachten. Wenn man sie gehört hat, wenn sie 3 gehört hat, hey, dann geht es weiter. Und wenn man da fokussiert bleibt und einen guten Plan hat, mit tollen Gebieten, Feuchtgebieten, Bergen, wenn möglich, wo man in einem schönen Ablauf absolvieren kann, dann hat man Chancen. Das fasziniert mich natürlich völlig, dass sie für mich zwitschern, alle Vögel gleich, oder? Aber sie können das richtig unterscheiden. Sie wissen genau, das ist der, das ist der. Ja, das kann man sagen. Und es gibt Gesänge, es gibt Flugrufe, es gibt Kontaktrufe. Und das muss man intus haben, das muss man beherrschen, wenn man wirklich im Bird Race vorne dabei sein will. Ich denke, wenn wir alle Vögel nur visuell würden sehen, ohne Töne, hätten wir nie Chance, auf Totals zu kommen von über 130 Arten. Das wird schwierig. Jetzt sagt man ja im Alter, ich trage zum Beispiel auch, man sieht es zwar nicht, ein Hörgerät, oder? Im Alter hört man dann weniger und dann sind ja immer die Werbung von den Hörgerätefirmen ist immer, braucht doch ein Hörgerät, dann hörst du plötzlich die Vögel wieder pfeifen. Ist das ein Problem eventuell auch bei den Teilnehmern am Bird Race, dass bei denen dann halt auch das Gehör ein bisschen nachlässt und dass dann das so ein Wettbewerbsnachteil ist? Definitiv. Also wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die im Alter die ganz hohen Töne, zum Beispiel die Goldhähnli, das sind unsere kleinsten Vögel mit einer ganz hohen Stimme, nicht mehr hören. Und ein Hörgerät früher genug und gut eingestellt, das kann dort noch helfen. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man dann einfach die Goldhähnli nicht mehr hört. Und wenn man das Goldhähnli nicht hört, dann fehlt es nachher auf der Liste, weil beide Goldhähnli-Arten, das ist eigentlich typisch, die hört man irgendwann einmal im Wald, schaut dann vielleicht noch schnell rauf, um sie zu sehen. Aber es ist, wie der Adrian sagt, oder? Akustisch ist wahnsinnig wichtig. Und das gilt nicht nur für das Bird Race, das gilt generell zum Vögel beobachten. Die Stimmen sind so schön. Die Gesänge im Frühling. Der Vogelgesang macht ja auch den Frühling aus. Also, das Losen ist in der Ornithologie und beim Vogelbeobachten ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, der meines Erachtens auch die Emotionen mit transportiert von dem ganzen Vogelbeobachten. Also, es ist eine ganze Welt, die man entdecken kann, wenn man die Vogelstimmen. Wenn man sich erlernt und die Welt in einem Kurs zum Beispiel gut entdecken, ist grossartig und mit wunderbaren Emotionen verbunden. Eben, Andrea, man wird ja nicht den Vogel beobachten, weil man dann das Bird Race gewinnen will, sondern irgendwann kommt man dazu. Also wahrscheinlich muss man ein bisschen drauf gelupft werden. Also mir ist zum Beispiel so gegangen, ich habe via Literatur ein Buch gelesen, wo eine Frau McDermott heisst sie, glaube ich. Die hat einfach einen Haufen Geschichten über Vögel. Und dann fängst du plötzlich an, das ist ja wahnsinnig, was, jetzt fliegen die auf Afrika, die kleinen Viecher, 4000 Kilometer lang. Da fängst du erst überhaupt an fragen, wie das alles ist. Wie sind dann Sie zum Beispiel dazu gekommen, dass Vögel etwas faszinierend sind? Ja, es war halt schon immer wichtig, in der Natur draußen zu sein. Und er hat die Familie angefangen, beobachten. Der 8-jährige Bub hat gefunden, so, wir müssen jetzt auch mal an das Bird Race. Und dann sind wir gegangen und eben am Anfang 59 Vögel gesehen, nur gesehen, weil ja, Gesänge haben wir ganz wenig kennt. Und dann ist das jetzt immer so gepackt und man möchte sich dann schon steigern und immer mehr und immer mehr. Und es ist wirklich gewaltig, was es ausmacht, wenn man mit dem Gehör die Vögel feststellen kann. Kann man auch süchtig werden von der Vogelbeobachtung. Also da mein Kollege, ich weiss, dass der geht nur in die Ferien noch in ein Tier, wo er wieder neue Vögel sieht, oder? Ja. Also so tust du mehr oder weniger deine Feriendestinationen auswählen. Schon nicht ganz nicht dauer, gar, ja, aber es ist schon immer auch eine wichtige Überlegung, wenn man die Ferien plant, ja, wo kann man denn da noch Vögel schauen. Das ist natürlich schon sehr wichtig. Ja. Und da geht natürlich das Spektrum noch weit über die Schweiz aus, oder? Genau, ja, das ist so. Also mich fasziniert ja eben die Vögel, die dann auf Afrika gehen und zurück und so weiter. Wobei die müssen, glaube ich, gar nicht mehr auf Afrika, wenn der Klimawandel
gehen sie nur noch auf Spanien, oder wie ist das? Ja, das ist unterschiedlich. Der Weissdorf zum Beispiel hat herausgefunden, dass es bequemer ist, nach Spanien zu fliegen, wo es Mülldeponien hat, mit einem grossen Nahrungsangebot, als irgendwie nach Afrika weiterzuziehen. Es gibt verschiedene Beispiele, oder die Mönchsgrasmücken, die zunehmend da überwintern. Vorhin habe ich übrigens gerade eine gehört von da hinten. Also die ist jetzt da gerade im Garten vom BirdLife-Zentrum in Klingnau momentan unterwegs. Wahrscheinlich auf dem Zug Richtung Afrika. Es gibt viele so Beispiele. Aber was dir angesprochen habt vorhin mit der Sucht, das ist effektiv so. Also wenn man mal den Virus gefangen hat vom Börden, vom Vogelbeobachter, dann lässt einem das nicht mehr los. Ich persönlich zum Beispiel, wenn ich eine Meldung bekomme, dass irgendein Vogel gesehen worden ist, den ich noch nie gesehen habe in der Schweiz, dann geht es wenige Minuten oder noch schneller und dann bin ich unterwegs dorthin, um das zu sehen. Und zwar meistens mit dem Fernrohr, oder? Also alle Börder haben irgendwie ein Fernrohr und ein Fotoapparat. Also der Fotoapparat ist... Da schiessen wir ein Souvenir oder ist das ein bisschen Beweis, dass man den Vogel gesehen hat? Es ist natürlich so, wenn man etwas Seltenes sieht, muss man das auch beweisen können. Mhm. Das kann sein mit einem Teleobjektiv. Heutzutage geht es aber auch mit einem Handy durchs Fernrohr durch, um eine Belegaufnahme zu machen. Ah. Aber ein Bird Race ist etwas anderes. Bird Race ist ein richtiger Sportanlass und da hat man nicht noch Zeit, lange Fotos zu machen. Da wird der Vogel gesehen, abgehackt und dann geht es weiter. Er hat 8-mal gewonnen. Heisst das, es machen immer die gleichen an der Spitze mit? Also sind die Gewinner oder die gut platzierten vom letzten und vom vorletzten Jahr, hat es überhaupt das Race gegeben, da wäre die Pandemie? Ja, ja, das war einer der wenigen Anlässe, die wir eigentlich normal können durchführen können, weil es war ja damals, glaub ich, noch 5 Personen Maximum oder so. Und unsere Teams bis Nummer 4 gehen, war das kein Thema. Und das hauptsächlich für aussen ist auch kein Problem. Also. Und sind jetzt zum Beispiel, gibt es Favoriten in diesem Jahr? Sind das die gleichen, die schon das letzte Jahr und das vorletzte Jahr gut waren? Ja, selbstverständlich. Wir werfen dann nachher noch einen genaueren Blick auf die Teams, die am Start sind. Und das Team, wo der Adrian Jordi das letzte Jahr mit dabei war, ist dieses Jahr auch wieder mit am Start mit einem Ersatzmann. Und die zählen sicher auch mit zu den Favoriten. Ja. Und die heissen dann immer gleich und er ist dann immer noch Mitglied von dieser Mannschaft. Wenn er das mal. Also hat keine ruhige Kugel gespielt. Sondern er war ja bei uns, oder? Ja gut, der Name ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt sind wir Swiss Varro Birders. Letztes Jahr haben wir anders geheissen, aber die Zusammensetzung ist noch die gleiche geblieben. Und da tun Sie aber im Hintergrund Sie natürlich auch noch Tipps geben, von wo bis wo. Was ist denn jetzt besser, von den Bergen oben runter oder von den Seen unten runter? Also Berge ist halt immer noch das Erlebnis und wir wollen nicht um einen Sieg gelaufen sind, sondern einfach, weil wir einen tollen Tag haben wollen. Das war immer ganz schön, wenn man in den Bergen gestartet hat und dann am Schluss mit vielen Teams auf dem Damm in La Sorge war, in Cuitrefin. Letztes Jahr waren wir das erste Mal nachher unterwegs, nur im Seeland. Das ist auch ein schönes Erlebnis. Ja. Geht man dann tendenziell eigentlich plus, minus dort, wo man wohnt, in der Gegend. Also ich wohne da, dann ist eigentlich, also ich wohne zu Winterthur, dann ist Stockenburg noch näher oder so. Also irgendwie als St. Galler gehe ich nicht auf den Schassrall, oder? Es kommt darauf an, oder? Ich denke, Adrian und Andrea haben das vorhin ein bisschen angesprochen. Wenn man wirklich das Ziel hat, ich will jetzt unbedingt gewinnen und ich will vorne mit dabei sein und ich gehe dort racen und es muss für den Sieg sein, dann gibt es schon einfach ein paar Destinationen, die gesetzt sind. Also es ist sehr, sehr selten, dass ein Team gewinnt, das nicht am oben am Neuenburgersee, eben bei Güdlefen, Fanel, in der Nähe vom BirdLife Naturzentrum Lassos, seine Route beendet hat. Also es ist sehr schwierig, ohne das Gebiet Fanel, Neuenburgersee zu gewinnen. Ich glaube, es hat in einzelnen Jahren. Das Bird Race gibt es seit 1991, also schon ziemlich lang. Und vielleicht weiss der Michael, wie viele Fälle es gegeben hat, wo eben jemand gewonnen hat, der nicht am Fanel war, aber das ist relativ selten. Hingegen, ich selber habe ein paar Mal ein Bird Race mitgemacht, ich habe noch nie gewonnen. Das Bird Race kann wirklich auch ein Anlass sein, der Spass macht, wo man zum Vergnügen macht. Beobachten macht Spass, in der Natur draußen zu sein macht Spass, ist entspannend. Und wenn es für den Spass ist und für die Freude, dann geht man eher vielleicht ein bisschen in der Region, an einen schönen Ort, eben vielleicht dann am Morgen in die Berge rauf, wo man eine schöne Aussicht hat und dann wieder oben runter, ein bisschen Richtung Flachland, um sowohl Gebirgsarten am Morgen in den Bergen oben zu beobachten und am Nachmittag vielleicht dann eben noch ein Feuchtgebiet neu
weil so ganz unterschiedliche Lebensräume, so kommen auch ohne Stress und ohne Riesenambition, kommen dann trotzdem sehr viele verschiedene Arten zusammen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze, wie man an einem Bird Race kann teilnehmen, ob man eben Freude und Wettbewerb in den Vordergrund stellt oder vor allem einfach die Freude und den Spass in den Vordergrund stellt. Das gibt dann schon ein bisschen einen unterschiedlichen Ansatz. Mobi, als Sportreporter frage ich mich, also jetzt haben wir 7, das heisst, jetzt sind sie 22 Stunden unterwegs. Hey, das ist anstrengend. Das ist definitiv anstrengend. Und also, man schläft schon zur Nacht, aber es sind zum Teil kurze Nächte. Und so in den letzten Stunden am Nachmittag wird der Feldstecher schwer und die Knie werden ein bisschen weicher. Und dann braucht es noch mal ein bisschen Motivation, eben wenn man da vorne mit dabei sein will. Dann muss man durchbissen. Und dann gibt es aber die gute Organisation. Also man weiss, wo dass man wird übernachten zum Beispiel. In der Regel schon, ja. Man weiss, wo man das macht. Natürlich strategisch gut gelegen, dass man dann möglichst schnell im besten Gebiet ist. Das kann bei den Bergen sein. Das ist eine super Variante, Berge mit dem Flachland zu kombinieren. Wenn es klappt mit dem Wetter, man überall richtig abräumt, dann kann man auf ein gutes Total kommen. Aber die Berge bergen eben noch eine Gefahr. Und zwar, wenn man verregnet wird, wenn es Nebel hat, dann sieht man gar nichts am Morgen. Das ist das eine. Und die zweite Gefahr ist die, von Bergen ins Flachland muss man sich oft über weite Strecken noch bewegen. Zum Beispiel vom Berner Oberland oder vom Wallis an Neuenburgersee hockt man lange im ÖV, im Zug. Da sieht man nicht viel, verliert Zeit. Und darum hat sich in den letzten Jahren oft Strategie bewährt, lieber in einem Gebiet zu bleiben, wo nicht zu gross ist und dafür dann rund um die Uhr quasi unterwegs zu sein. Und der Neuenburgersee, der scheint so gewinnbringend zu sein. Das ist eigentlich ein richtiger Werbespot, oder? Für das Neuenburgerland. Da gibt es eindeutig am meisten Vögel. Absolut. Also eben die Region Neuenburgersee, grosses Moos, das ist ein Biodiversitäts-Hotspot. Es heisst ja auch grosses Moos. Das war früher ein Sumpfgebiet. Das sind heute noch Torfböden, also das ist Schwarzerde. Und das hat sehr auffällig auch auf Zugvögel eine Anziehungskraft. Also dort, ja, die Ebene, die entsprechenden Hecken, die Weiher, die es dort gibt, das hat eine riesige Anziehungskraft auf die Vögel. Ich glaube, das ist auch etwas, was ihr beobachtet habt. Ich glaube, Andrea, du bist auch wiederholt im grossen Moos in der Krümmi beobachten am Bird Race. Und ich weiß nicht, was ihr dort alles gesehen habt. Ja, jedes Mal sind wir. Also, Bird Race ohne Krümmi, grosses Moos, La Sorge Fanel, ist nicht gegangen. Mhm. Das ist, selbst als King noch wirklich riesig war, das musste sein. Und da gibt es immer wieder die Highlights. Oder eben, wenn man so ein bisschen den Hänger hat, es ist wahnsinnig heiß oben, man ist auf dem Turm exponiert. Und dann fliegt der Fischadler durch. Das gibt einfach den Schub, dass man dann eben mal durch hat. Sogar mit den jüngeren Kindern noch. Und das sind so die Erlebnisse, die man dafür. Ja, wo man es macht. Das ist also, Strategietipp Nummer 1 stelle ich fest. Region Neuenburgersee. Gibt es noch einen zweiten Strategie? Was ist sonst noch eine gute Strategie, um da reüssieren? Also, erstklassige Strategie ist die, wenn man zu viert unterwegs ist, dass man nicht den Anspruch hat, dass alle vier den Vogel gesehen haben. Es reicht, wenn drei Personen einen Vogel nachgewiesen haben. Und die vierte Person schaut dann besser den Vogel nicht an, sondern ist gleichzeitig schon am Suchen nach der nächsten Art. Also immer unterwegs sein und nicht den halben Stunden Vogel noch lange studieren. Das kann man sonst immer machen, zum Beispiel eben grossen Moos oder dann Klingenauer Stausee, aber definitiv nicht am Bird Race. Und natürlich eine Top-Vorbereitung, also dass man weiss, was es wo ist gesehen worden, dass man weiss, mit was es man kann rechnen kann, in welchem Gebiet, wo sind die Wege, wo kommt man am schnellsten her. Also Top-Vorbereitung ist auch ganz wichtig. Wir sehen uns nochmal im Verlauf dieser Sendung, wenn dann die Entscheidung näher rückt. Danke fürs Erste. Jetzt muss ich gerade Michael fragen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wir zeigen genau, wir Gebiet, haben jetzt, wo... Wir haben jetzt ein bisschen etwas gehört über die Gebiete, wo man hingeht. Und es ist auch schon angetönt worden, dass Berner Oberland ein beliebter Ort ist für Teams zum Starten. Und das liegt unter anderem daran, dass von dort halt der ÖV-Weg ab ins Seeland relativ kurz ist. Okay. Und der Gurnigel ist eines von diesen Gebieten, wo immer mehrere Teams starten. Und wir haben jetzt ein kleines Film, das zeigt, wie dort die Landschaft aussieht im Gantrisch-Gebiet, wo der Gurnigel auch dazugehört. Thank you.
Also Berner Oberland, ein Gebiet, das sich lohnt, da mitzumachen. Und Berner Oberland kommt an Neuenburgersee. Das finde ich das Faszinierende. Es ist ein Bird Race, es ist ein Rennen, alle gegen alle. Aber alle sind an einem anderen Ort und können sogar selber noch aussuchen, wohin das wollen. Genau, ja, das macht das auch ein bisschen aus. Das ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Es geht nicht nur darum, die Arten zu finden und zu kennen, sondern halt eben auch noch die optimale Route wählen. Und nebst jetzt denen, die klassischen Routen machen und eben zum Beispiel im Gurnigal, im Gantrisch-Gebiet startet, gibt es auch immer wieder Teams, die gerne etwas Neues ausprobieren. Als ich das letzte Mal am Bird Race mitgemacht habe, das war 2018, da haben wir auch gefunden, wir wollen ein bisschen einen anderen Start machen. Mhm. Und wir haben uns für das Aletschgebiet, der Rieder Alpen, entschieden. Und wir sind nicht die Einzigen, die das schon machen, ja. Aber es ist immer noch ein Gebiet, das von wenigen Bird Race Teams nur besucht wird. Und dabei ist das auch sehr schön und spannend. Und das ist unser nächstes Video, das wir hier sehen. Ah, wunderbar. Soweit also die Spieler von einem weiteren Gebiet, wo vielversprechend ist. So viel Theorie, so viel Vorproduktionen, aber jetzt sind wir, glaube ich, live wieder verbunden, genau, mit einer Gruppe. Genau, wir haben das Team, wo Adrian Jordi sonst mit dabei ist, die Swiss Varroberters, die müssen jetzt live zugeschaltet sein. Da genau. Sind sie, jawohl. Oh, eine heldenhafte Pose, ich glaube, wir sind gut dran. He? Hallo. Hört ihr mich? Ja, jawohl, ich höre dich, wunderbar. Also, ich stehe gerade im Seeland und wir waren mehr oder weniger den ganzen Tag im Seeland. Wir haben einen kurzen Abstecher gemacht nach Yverdon über den Mittag und sind aber wieder zurück ins Seeland gekommen. Und es ist immer schwierig abzuschätzen, ob man gut drinnen ist, weil man nämlich nicht weiss, wie viele Teams haben gesehen. Also, selber gefühlt hat man natürlich immer zu wenig gesehen. Aber wir haben auf jeden Fall schon über 130, habe ich vorhin das Zwischenresultat gesehen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Genau, wir sind aber bei 135 Arten. Jetzt probieren wir dann, noch die letzten Arten am Abend im Chablais-Rouge-Guitrefin auf dem Fanel-Damm zu sehen, entlang von der Broye. Und meine Kollegen, ich bin dort jetzt ein bisschen warten für die Live-Schaltung. Meine Kollegen, die sind jetzt irgendwo noch am Vögel suchen. Ich hoffe, sie haben in der Zwischenzeit noch ein, zwei Arten mehr gesehen, die wir auf unsere Liste tun. Eben, jede Vogelart zählt. Das heisst, auch die Live-Schaltung kommt eigentlich ein bisschen ungelegen, weil da geht wertvolle Zeit verloren. Ja, kann man schon so sagen. Aber ich habe eben drei Kollegen. Und es ist ja so, dass wenn drei vom Team den Vogel sehen oder hören, gleichzeitig der zählt die Art. Und darum können sie jetzt auf mehr sicherlich verzichten. Und wie steht es mit der Fitness? Mögen ihr überhaupt noch? Ja, das ist eigentlich kein Problem. Wir sind seit 5 Uhr auf und ich habe, glaube ich, etwa 2 Stunden geschlafen. Aber das ist ein Tag, kann man das gut durchhaben. Also nehmen Sie alle noch fit und mögen noch. Wunderbar, dann wünschen wir einen guten Schlussspurt. In 2 Stunden ist es überstanden. Ja, viel Erfolg noch, genau. Und knacken noch die 140er. Ja, super. Danke vielmals. Tschüss. Und schon stehen die Nächsten an. Kre-Kre. Krix, 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 spricht man das aus. Das ist der wissenschaftliche Name vom Wachtelkönig. Ah. Vom Wappenvogel von dem Team, genau. Und mit Ihnen sind wir jetzt gerade verbunden. Genau. Hallo. Jawohl, so, jetzt hättet ihr mich eigentlich gesehen und gehört. Jawohl, wo sind denn ihr jetzt im Moment gerade? Ich bin am gleichen Ort, wie der Mann in der Schweiz vorher war. Wir haben uns hier per Zufall getroffen und... Genau, hat er da schnell auf Tschüss zusammen. Da gerade auf die Live-Schaltung gewartet, genau. Super, und jetzt haben wir wieder ein bisschen schöneres Wetter, nachdem es auch heute Morgen so verregnet hat. Genau, wir waren jetzt eines von diesen Teams, die ja, doch eher weniger gutes Wetter hatte als Morgen. Es ist jetzt, glaube ich, das erste Mal seit etwa einer Stunde am Stück trocken. Also es ist ein neues Lebensgefühl quasi. Jetzt könnt ihr ja die Aufholjagd starten, oder? Ja, also wir haben angefangen, wo wir eigentlich abgekommen sind und hoffen jetzt doch, dass
ja, dass wir jetzt, wenn es richtig, ja, richtig Schluss geht, da wirklich noch die letzten paar Arten können holen und den Swiss Swarrowbirders in die Suppe spucken. Wunderbar, danke vielmals, viel Erfolg noch ja, im Schlussspurt. Viel Erfolg, viel Spass, macht es gut. Ciao zusammen. Danke, merci. Also, da weiss man aber auch schon, wer Konkurrent ist und so. Wer sind denn jetzt so die Favoriten-Teams? Genau, also eben die Swiss Swarrowbirders, die gehören sicher dazu mit gegen die 140 Arten. Das ist schon ein Wert, wo dann oft für den Sieg langt. Also das haben sie jetzt schon? Du hast ja immer ein Laufen zwischen. Genau, sie haben uns ja vorher schon gesagt, sie haben 135 Arten. Und, genau. Und Krex, die haben das letzte Jahr gewonnen, das Ding, mit 147 Arten. Das war der neue Rekord gewesen. Das heisst, sie zählen sicher auch zu den Favoriten, wobei es jetzt mit dem Wetterpech wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden könnte. Und dann haben wir noch ein drittes Team am Start, die Baby Bubbler. Die haben letztes Jahr gleich viele Punkte gehabt wie die Krex. Das war ein Doppelsieg gewesen. Und die zählen sicher auch wieder zu den Sieganwärtern. Und dann hat es aber natürlich Gruppen, die unglaubliche Namen haben, wie zum Beispiel Friss Suchraut. Und die haben wir jetzt, glaube ich, gerade auch vor der Kamera. Genau. Salut miteinander. Hoi miteinander. Wunderbar, sind ihr gut unterwegs? Ja, wir sind gut unterwegs und wir haben es cool. Aber wir haben ein bisschen weniger Arten, als wir eigentlich gerne hätten. Und ihr seid auf einem Turm oben, sehe ich gerade. Wir sind auf einem Turm oben, wir sind jetzt im Wauwiler Moos, Mutterseelen allein, ohne irgendein anderes Team. Das hat so etwas damit zu tun, dass wir uns immer noch so eine interne Aufgabe stellen für unser Bird Race, dass wir immer in eine andere Region gehen, die wir eigentlich auch nicht besonders gut kennen, wo wir dann das erste Mal hingehen und kennenlernen. Und genau. Die Taktik ist gut, weil in Sachen Sponsoren suche, sind ja, glaube ich, ganz zuvorderst, oder? Ja, das scheint so. Ja, wir haben jetzt ausgerechnet, dass wir in diesen 10 Jahren, wo wir dabei sind, schon über 50'000 Franken haben können spenden. Über 50'000 Franken, das ist ja unglaublich. Genau, einfach ja, in diesen 10 Jahren. Und, das Interesse, um auch spenden für das Bird Race, ist von unseren Leuten ja, gross. Und die unterstützen uns und die spenden für uns. Und das finden wir natürlich cool, weil dann auch viel ja, zu der Natur zurückgeht und etwas Gutes kann gemacht werden damit. Und das heisst, jede Vogelart. Entschuldigung, ja, hat reingeredet. Ja, jede Vogelart, die ihr findet, dann, das ist wieder eine mehr und das bringt dann wieder 50 mal 1 Franken, gleich 50 Franken oder so. Also bei euch geht es richtig ums Geld, nicht für euch, aber je mehr Vogelarten ja, das ihr genau findet, desto höher wird natürlich Sponsorengeld. Genau, so ist es. Also dieses Jahr können wir wirklich sagen, für jeden Vogel haben wir 100 Franken, können wir 100 Franken nehmen. Ah, super. Ja, also das hat uns der Michi so geschrieben, dass wir eigentlich schon 100 Franken pro Vogel an Spendengelder haben. Und ja, das hat schon damit zu tun, dass einfach ja, die Leute ja, für uns spenden, wenn wir es ansprechen und sagen, für was das ist und was wir machen. Und das, ja, das finden wir. Gut, dann tun wir da die Sponsorgelder nicht kürzen, indem wir euch abhalten davon noch weitere Vögel. Moment mal, aber finden, ja. Schau, jetzt musst du von der Moni aber noch erklären lassen, wieso dass sie eigentlich Friss Suchraut heissen. Der Name hat nämlich schon eine Bewandtnis. Ah, der Name hat eine Bewandtnis. Friss Suchraut. Ja, der wäre ja sonst schon ein bisschen fantasielos, wenn man einfach nicht wüsste, warum das so heisst. Das ist der Ringeltaube. Die macht eigentlich mit ihrem Ruf, singt sie Frisurkraut und das tönt dann so. Frisurkraut, du schnudri du, Frisurkraut, du schnudri du, Frisurkraut, du schnudri du. Und wenn man das mal drin hat und Ringeltaube kennt, dann ist das eigentlich ein Ruf, ja, wo man einfach weiss mit dem Sprüchli. Und so kann man sich noch manche Vögel besser merken, wenn man einen Spruch dazu hat. Und andere brauchen das aber nicht so, um sich die Vögel zu merken. Das ist einfach eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, ich bin schon angesteckt. Wenn ich das nächste Mal höre, dann nachher werde ich an das Team und an das Bird Race denken. Super. Haben wir noch irgendeine interessante Liste? Also hast du einen Zwischenstand? Ja. Oder wie viele Teams mitgemacht haben? Oder wie viel? Ich habe nur gesehen, du hast ja so einen Haufen so Statistiken, oder? Also wer hat alles schon gewonnen und so weiter. Lass nur mal alles raus, was du da so hast.
Genau. Also eben, wir haben vorhin schon ein bisschen von den Favoriten gehabt. Ich habe ja. die drei Teams aufgezeigt, die wir schon hatten. Und es hat natürlich auch noch ein paar andere Teams, die könnten noch gewinnen. Wir haben noch das Team Big Bad Birders, das schon wahrscheinlich mittlerweile bei über 130 Arten ist. Das sehen wir nachher den Zwischenstand anschauen. Und wir haben das Team No Aggregates, das auch relativ gut mit dabei ist. Aber das sind beides Teams, die noch nicht ganz so lange mit dabei sind. Und darum rechne ich damit, dass denen noch ein bisschen von der Erfahrung fehlt, um ganz, ganz vorne zu kommen. Aber wir haben noch ein weiteres von unserem Favoritenteam gesehen. Ich gerade haben wir einen Live-Einspieler, den Peppi Babbler. Ja. Die sind wahrscheinlich im Wallis gestartet, aber das können wir sie jetzt dann gerade fragen. Ich glaube, soweit. Ja, super. Also von der Landschaft her können sie überall sein in der Schweiz. Wo sind ihr im Moment gerade? Wir sind in Zeeland im Funnel. Das sind nicht wir, oder? Nein, wir sind nicht. Super. Ich bin noch. Und gestartet sind wir wo? Im Leuk, im Wallis. Genau, eben auf 2400 Meter oben. Also einiges an Lebenswim und Höhenmeter gemacht wird. Und das ist ja eine rechte Distanz, das habt ihr sorgfältig müssen planen, wenn ihr vom Wallis da bis ins Seeland runterkommt, in noch nützlicher Frist. Komm ich jetzt nicht mehr? Ja, es ist immer ein sehr enger Zeitplan, eigentlich, wo man muss einhalten muss, dass man auch die Verbindungen verwünscht, die man braucht. Und ja, eben, dann schaut man halt immer auch bei den Meldungen, ob es jetzt irgendwo noch ein Zwischenstopp möglich wäre, wo es irgendwie eine Art hat, die man noch nicht hat. Genau. Das ist heute bei uns Yverdon gesehen, zum Beispiel. Yes. Und wie sind wir unterwegs, artentechnisch? Langt es für den Sieg? Nein, das ist ja nicht. Schwierig. Noch ein bisschen Gas geben. Haben ja noch 2 Stunden Zeit, oder? Also der letzte Vogel ist entscheidend. Ja, ich würde sagen, dann halten wir sie nicht mehr länger auf und wünschen noch viel Erfolg. Und sammelt noch ein paar Arten und viel Spass. Tschüss zusammen. Und dann sind da Bubos, meldet sich jetzt gerade. Dann lassen wir gerade umschalten, mal schauen, wie fix das da unsere Technik da von der einen zu der anderen umschaltet. Das läuft ja weggeschmiert. Hoffentlich haben jetzt nicht zu viel. Ja, da sind sie ja. Jawohl. Ja, super. Hallo zusammen. Sind ihr auch im Seeland? Am Abend sind alle im Seeland, oder wie sieht es aus? Jetzt haben wir, glaube ich, keinen Ton. He? Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jawohl. Jetzt hört man es ja. Genau, wir sind im Seeland, ja. Im Funnel. Ja. Und ihr seid auch im Gurnigerloben gestartet, habe ich gesehen im Video von den Krex. Hast du den Regenradar angeschaut? Nein. Man hat euch dort in einem der Videos von den Krex hat man euch gesehen. Ist heikel. Wo ist denn das gesehen, was ihr uns gefilmt habt? Ich glaube, am Leiter passen, aber kann das sein? Ja. Das ist auf jeden Fall dunkel gewesen. Man hat euch fast nicht erkannt. Genau, das stört mich, wo wir eine Art mehr hatten als sie. Sie haben nur gehabt, wir haben einen. Und jetzt, wenn ihr so vergleichen mit dem, was ihr euch erhofft habt, sind ihr da im Plan soll inne? Oder sind es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Vögel gewesen als erwartet oder erhofft? Nein, ist gut, es passt. Ist gut. Wir sind sicher besser als letztes Jahr. Ah, das ist wichtig. Schon mal sehr gut. Ja, letztes Jahr hat es hart zu. Letztes Jahr ist ganz schwierig. Ja, ist nicht gut. Ihr retten müssen wir. Ja. Schlechte Route gewesen. Und jetzt zieht sich ja gegen den Abend, kommen die alle irgendwie ein bisschen Seeland und an Neuenburger See. Das heisst, jetzt treffen da dann immer mehr Kollegen und Konkurrenten. Zieht sich das sozusagen jetzt so ein bisschen zusammen? Das Ganze. Ist halt einer der besten Orte in der Schweiz. Da trifft man sich halt noch. Ja. Es passiert. Aber es trifft sich noch anderes Volk hier. Ja, und ihr könnt jetzt gerade, wenn ihr jetzt gerade schwenken seht, dass auch noch andere im Seeland sind. Im Moment findet ihr gerade einen Rave.
Streetparade auf dem Boot stand. Das ist gerade ein Reiberschiff. Da müsst ihr jetzt gut schauen. Da fliegen die Vögel auf. Genau. Wegen. Wunderbar, danke vielmals. Gute Reste noch. Und alles super. Beste. Viel Spass noch. Mach es gut. Guten Abschluss. Tschüss zusammen. Das sind also unsere Live-Schaltungen. Was gibt es überhaupt zu gewinnen, außer der Ehre? Ja, Ruhm und Ehre, das ist natürlich schon das Wichtigste. Sonst für das Siegerteam gibt es ein Sackmesser zu gewinnen, das Victorinox seit Ewigkeiten sponsert. Genau, und für die, die am meisten Spenden sammeln, gibt es einen Buchpreis, den der Hauptverlag sponsert. Mhm. Da sehen wir nachher noch, kurz wird dann noch vorgestellt, das Buch. Und wir haben dann noch einen Jugendpreis, also für Jugendteams, das beste Jugendteam, das gewinnt, die gewinnen pro Mitglied einen 100-Franken-Gutschein von Transa. Jetzt viele Volksmusikgruppen, Fußball- und Handballvereine und weiss ich wer noch, die beklagen sich über mangelnden Nachwuchs. Wie steht es da bei der Jugend im Bird Race? Ja, wir haben eigentlich guten Nachwuchs, würde ich sagen. Also wir haben es gesehen vorher, eben Cracks, die zum 20. Mal dabei sind, die haben auch als unter 18-Jährige gestartet. Und Bubo, die wir jetzt zuletzt noch in der Live-Schaltung hatten, das sind eigentlich denen ihre ornithologischen Zieheltern. Die sind jetzt zum 29. Mal dabei. 29. Mal? Tatsächlich. Und es kommen jetzt viele Junge nach. Also wir haben vorher auch Andrea gehört, ja, dass sie mit der Familie gegangen ist. Und ihr Sohn, der dort mit dabei war, der hat jetzt auch sein eigenes Team am Start. Und es kommen immer eigentlich Junge nach. Und eben die Anzahl Teams nimmt ja auch stetig zu. Und da soll Sponsoren hoffentlich auch. Genau, ja. Das es sind sogar so viele, dass ich mich scheue, all die Namen abzulesen, weil das sind so viele, tut mir schaurig leid. Also, vielleicht können wir stellvertretend das Buch vorstellen, oder? Was für den Sieger gibt. Da kommt halt jetzt der Hauptverlag und jetzt sponsorenmäßig ein bisschen das Gute weg. Aber wir danken auch allen anderen Sponsoren. Ohne euch wäre ja das alles gar nicht möglich. Genau, es ist ein wirklich schönes Buch, das das Spendensieger-Team da gewinnt. Und das schauen wir uns jetzt kurz im Video an. Hallo, ich bin Fiona aus dem Hauptverlag und ich habe euch heute mein absolutes Lieblingsbuch aus unserem Hause mitgebracht. Federkleid und Flügelschlag ist im Jahre 2020 erschienen von Thomas Grison Flieger und Iris Lichtenberg. Es ist deshalb mein Lieblingsbuch, weil es darin um Tiere geht. Nicht nur irgendwelche Tiere, sondern 100 heimische Vogelarten werden darin abgebildet. Und zwar nicht im herkömmlichen Fachbuchsinne, sondern sehr emotional und persönlich. Ich zeige euch mal, wie das so ausschaut. Jede Vogelart wird nämlich in Form einer Doppelseite präsentiert. Auf der einen Seite finden wir Text mit fachlichen Details und Informationen, aber auch mit ganz vielen emotional geprägten Erlebnissen und Erfahrungen des Autoren und der Autorin. Auf der anderen Seite finden sich diese wunderschönen Illustrationen aus der Sammlung Robert. Die Sammlung Robert ist eine Sammlung von wunderschönen Illustrationen eines Naturmalers Leo Paul und seinem Sohn Paul-André Robert. Für dieses Buch durften ganz viele dieser wunderschönen Sammlungsstücke ausgewählt werden und hier abgebildet werden. Das macht das Buch zu einem wirklich tollen Schatz und einem bibliophilen Werk. Ich persönlich habe dieses Buch auf meinem Nachttisch und lese fast jeden Abend eine wunderschöne Vogelgeschichte vor dem Einschlafen. Ich hoffe, ich konnte euch begeistern und wünsche euch nun noch eine ganz schöne Zeit. Also der Siegerpreis für das Bird Race 2022.
Preis könnte gewinnen, weil sie am meisten Spenden gesammelt haben in dem Bird Race 2022, wo wir ein bisschen grösser aufziehen. Und das hat ja seinen guten Grund, weil BirdLife wird 100 Jahre alt. Und darum muss man das natürlich schon ein bisschen gebührend feiern. Genau, ja. Und mit diesen 100 Jahren hat BirdLife natürlich extrem viel geschafft und wir arbeiten auch immer noch weiter. Und wir haben jetzt einen kleinen Film, der das vorstellt, was BirdLife alles macht. Und also, wir freuen uns auf eine Übersicht. 100 Jahre BirdLife. Die Schweiz ist bekannt für ihre schönen Naturlandschaften und vielfältigen Lebensräume. Damit hat die Schweiz optimale Voraussetzungen für eine große Artenvielfalt. Doch der Schein trügt. An vielen Orten ist die Natur stark unter Druck. Überbaute und versiegelte Flächen nehmen stark zu. Die Landnutzung ist intensiv. Schutzgebiete sind oft klein und isoliert. In Sachen Biodiversität ist die Schweiz kein Musterbeispiel. Wir von BirdLife wollen das ändern. Bereits seit 100 Jahren engagieren wir uns tatkräftig für den Schutz der Natur. Am Anfang stand im Vordergrund, den Vögeln zu helfen, zum Beispiel mit dem Aufhängen von Nistkästen. Im Laufe der Zeit hat sich BirdLife zu einer Naturschutzorganisation entwickelt, welche die Biodiversität umfassend fördert. Der Heckenberater für die deutsche Schweiz, der Herr Werner Müller, ist zu uns ins Studio gekommen. Mit dem Jahr der Hecken schafften wir es bereits vor über 40 Jahren, dass Hecken als wichtige Naturelemente anerkannt und gefördert werden. Biodiversität ist wie Wasser, ist unsere Lebensgrundlage. In den letzten Jahren hat BirdLife die Erhaltung der Biodiversität als zentrales Thema für die Schweiz in Gesellschaft und Politik verankert. Die BirdLife-Kampagnen verhalfen wichtigen Naturschutzthemen wie Obstgärten, Kleinstrukturen oder Naturschutz im Wald zum Durchbruch. Den gefährdeten Arten kommen die Artenförderung und unsere Naturschutzprojekte direkt zugute. Zum Beispiel hat BirdLife zusammen mit Partnern den Steinkauz vor dem Aussterben in der Schweiz bewahrt. Wir setzen uns ein für die Pflege von wertvollen Naturflächen wie dem Neracher Ried, sei es zusammen mit dem Kanton oder einer eigenen Gruppe von speziellen Helfern. Im Lebensraum Wald machen wir uns für die Förderung von Totholz- und Biotopbäumen stark. Sie sind für viele Tiere lebenswichtig. BirdLife Schweiz ist auch über die Landesgrenzen hinaus aktiv und setzt sich für den besseren Schutz der Zugvögel ein. Als Mitglied von BirdLife International sind wir Teil dieses weltweiten Netzwerks mit Partnern in 120 Ländern. In der Schweiz ist BirdLife heute einer der wichtigsten Naturschutzverbände mit 20 Landesorganisationen und Kantonalverbänden und mehr als 400 Sektionen in den Gemeinden. Die BirdLife-Sektionen pflegen Naturgebiete vor Ort oder schaffen neue. Wie hier mit einer Heckenpflanzung bei Winterthur. Es ist ein Applaus für eine BirdLife-Sektion, hier eine Hecke zu pflanzen. Es ist ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere. Man kann gemeinsam etwas schaffen und es macht Freude, sich für die Natur einzusetzen. Die Kantonalverbände ermöglichen allen Wissbegierigen, die Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensräume vertieft kennenzulernen. Viele von ihnen geben später ihr Wissen der Bevölkerung oder an Schulklassen weiter. In den BirdLife-Ausbildungskursen lernt man viel über Vögel und ihre Lebensraum kennen. Ja, ich habe erst nach meiner Pensionierung angefangen, mich mit den Vögeln im Detail auseinanderzusetzen und möchte das, was ich gelernt habe, jetzt weitergeben. Und ich bin motiviert, mich für die Biodiversität einzusetzen. Auf nationaler Ebene arbeitet BirdLife mit unterschiedlichsten Partnern in den Behörden und der Land- und Waldwirtschaft zusammen. Zum Beispiel auf diesem Bauernhof in der Magadino-Ebene. Noi sappiamo che tra l'agricoltura e il mondo degli uccelli non sempre c'è stato un buon accordo, una buona comprensione. Ora con BirdLife, con Ficedula Quinticino, abbiamo trovato delle buone soluzioni, un accordo per trovare appunto uno spazio sia per l'agricoltura e una buona collaborazione con gli uccelli. In den BirdLife Naturzentren, wie hier in La Sauge, können die Besucher die Natur hautnah erleben. In den Beobachtungshütten lassen sich seltene Tiere besonders gut beobachten, ohne dass man sie stört.
J'aime venir dans un centre nature BirdLife avec ma famille pour me plonger dans la nature et puis je trouve que c'est une expérience extraordinaire. Regarder le plumage d'un héron, c'est magnifique. Bah, j'aime bien voir les oiseaux, surtout les martins pêcheurs, parce que bah, c'est assez fou comme le bleu, la brillance qu'ils ont. BirdLife hat in den letzten 100 Jahren vieles erreicht. Doch es gibt noch viel zu tun. Die Biodiversität ist die Lebensgrundlage von uns allen. Um sie langfristig zu sichern, braucht es eine funktionierende ökologische Infrastruktur. Der Aufbau dieses Lebensnetzes für die Schweiz ist nur möglich, wenn alle mithelfen. Machen auch Sie mit? Herzlichen Dank. Ist eigentlich das Bird Race nicht einfach auch eine Bestandesaufnahme von der Vogelarten, die es gibt in der Schweiz? Ja, da gibt es schon noch andere Formate, die wissenschaftlicher aufgebaut sind, um Vögel aufzunehmen. Genau. Aber es gibt natürlich einen guten Überblick, was so Ende August, Anfang September in der Schweiz an Vögel unterwegs ist. Ja. Und das alles innerhalb von einem bestimmten Gebiet, innerhalb von 24 Stunden. Jetzt nimmt es mich gleich Wunder. Also es geht jetzt noch anderthalb Stunden. Du hast ein Zwischenresultat von vor 3 Stunden. Also jetzt lassen wir mal da den Sack auf und lassen raus, wie da der Zwischenstand ist im Moment. Ja, wir haben die Zahlen da direkt bei uns auf dem Schirm jetzt. An erster Stelle, ganz links aussen, wir haben sie vorhin bei den Favoriten erwähnt, sind die Swiss Warrow Birders. Die haben 131 Arten schon eingetragen zum Zeitpunkt 17.00 Uhr. Das heisst natürlich nicht, dass das der ganz aktuelle Stand war. Die sind nicht verpflichtet, das immer dann einzutragen. Oder? Aber es gibt gleich einen Überblick. Und die Big Bad Birders, wo der Sohn von Adrian Jordi, den wir vorhin haben, mit dabei ist, die haben da 128 Arten. Und No Aggrets, wo wir vorher auch, wie wir weiter den Favoritenkreis noch erwähnt haben. Das ist ein lustiger Name. No, mit 127 No Regrets, Arten. Sondern No Aggrets. Das hat sicher auch eine tiefere Bewandtnis. Genau. Aggret ist Englisch für Reiher. Also für gewisse Reiherarten. Okay. Genau. Die haben aber auch schon so Aggrets gesehen und haben sie jetzt trotzdem gezählt, obwohl sie eigentlich No Aggrets heissen. Nicht ganz super, aber ja, lassen wir durchgehen. Okay. Und wenn man da mal schaut, das sind doch einige, so etwa 10 Teams, würde ich jetzt mal schätzen, die doch schon 100 oder mehr Arten eingetragen haben, bis am 5. Und es sind sicher noch mehr Teams, die in dieser Grössenordnung sind, die einfach die Artenliste nicht ganz aktuell haben. Und da sieht man also, da alle haben viel. Hinten dran, die sind vielleicht verregnet worden oder die haben gar nicht mehr mitgemacht oder so. Aber so auf 60 kommen eigentlich mehr oder weniger alle. Und das ist ja schon eine ganz beträchtliche Anzahl. Also da muss man jetzt nur mal draus kommen, um die verschiedenen Arten zu unterscheiden und so weiter. Klar, das ist also, man kann ja nicht einfach Enten oder Schwan oder was auch immer hinschreiben. Ja. Man muss die Arten dann schon genau bestimmen. Und auch wenn man jetzt nicht so viel hat, das braucht doch gewisse Kenntnis. Und eben, das sind sicher auch noch Teams, die jetzt da hinten dabei sind, die einfach nicht aktualisiert haben, ihre Liste. Und es sind auch noch viele Teams, wo ich noch gar kein Resultat hatte bis am 5. Und das werden wir dann beim nächsten Zwischenstand sehen. Und Namen von diesen Teams zeigen auch an, dass das wirklich gesamtschweizerische Anlass ist. Viele haben ja einfach ihren Herkunftsort oder so ein bisschen im Namen rein. Genau. Jetzt eben mit 100, wenn es jetzt mit 140 gewinnt, das Jahr ist das Rekord oder wie sieht das aus so im langfristigen Durchschnitt? Nein, das ist noch nicht ganz ein Rekord. Also mit über 140 Arten ist man auf jeden Fall weit vorne mit dabei und hat sehr, sehr gute Chancen auf den Sieg. Noch vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, ja, 140 Arten hast du sicher gewonnen. Und noch bis vor ein paar Jahren hat man auch diskutiert, ist die 140 Artenmarke wirklich zu schaffen und wann wird die fallen. Und jetzt letztes Jahr haben wir ja einen neuen Rekord gehabt mit 147 Arten. Und jetzt ist natürlich die heisse Frage, wann schafft das Team 150 oder mehr Arten. Du hast da schöne Statistik, ich weiss nicht, können wir die auch noch auf den Sender geben? Genau, ich hoffe es, ja. Jawohl. Also man sieht schon, so ab 2010 haben eigentlich die Rekordzahlen und stetig zugenommen. Und das ist da der Pandemie-Einbruch oder was da die beiden zwischen? Nein, tatsächlich ist 2018 ein sehr schlechtes Jahr von den Vögeln her gewesen. Ah, ja.
Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich habe 2018 einmal mitgemacht am Bird Race. Und das war dort sehr schwierig gewesen, einfach von den Wetterverhältnissen her. Genau. Und es hat nicht viel Vögel rum gehabt. Und also mit 126 Arten das Bird Race gewinnen, da muss man doch, man sieht es, man muss relativ weit zurückgehen, als das letzte Mal vorher der Fall war. Aber das ist eigentlich dann einem Tag geschuldet, wo dann einfach ungünstig gelegen ist in dem betreffenden Jahr. Genau, es ist nicht so, dass dort schlechtere Teams am Start schlechter Jahrgang ist oder so. Das ist wirklich einfach, dass an dem Tag halt die Artenausbeute einfach nicht viel mehr drin gelegen ist. Ja. Aber die Kurve geht alles in allem auf, wenn man da oben rot sieht. Also der Ehrgeiz wird immer grösser. Genau. Was ist denn, wie viele Arten gibt es denn überhaupt? Also wenn man jetzt alle, wie viele Arten werden erkannt sozusagen an einem Bird Race? Sind das 200? Oder? Ja, das sind rund 200 Arten über alle Teams hinweg. Also ich denke, es sind an dem Tag in der Schweiz sind normalerweise gut 200 Arten unterwegs. Aber eben, man kann nicht gleichzeitig das Bruntrut und das Boschiavo und das Genf sein. Selbstverständlich nicht. Ich denke, auf einer optimal gewählten Route wären wahrscheinlich theoretisch 160 bis 170 Arten möglich. Aber eben, das ist ein sehr theoretischer Wert. Da müssen wir immer genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das ganz eine interessante Statistik. Hast du noch mal eine? Ja, wir haben es davon gehabt, dass der Ehrgeiz steigt und das ist nicht das Einzige, die Leistungsdichte steigt auch. Es werden auch immer mehr Teams, man sieht es da auch parallel dazu, also seit 2010 hat die Anzahl Teams stark zugenommen. Oder? Und wir sind jetzt dieses Jahr bei 85 Teams, die effektiv angetreten sind. Also das ist eine exponentielle Steigerung, wenn man das sagt. Also wenn man mal angefressen ist, erstens, bleibt man dabei? Genau. Wir haben keinen Austritt, sozusagen. Ja, es gibt natürlich schon Teams, die dann irgendwann wieder aufhören oder die mal an gewissen Jahren verhindert sind. Aber die meisten Teams, die einmal dabei sind, die machen wieder mit. Genau, und die stecken auch andere an und dann gibt es immer mehr. Und jetzt sind wir bereits bei 85 Teams in diesem Jahr. Und dann wird es immer schwieriger, natürlich einen Spitzenrang zu belegen, weil die Konkurrenz umso grösser wird. Das ist so, ja. Und hat man dann bei den Bird Races manchmal auch eine neue Vogelart entdeckt, plötzlich in der Schweiz? Neu jetzt gerade noch nie, aber es gibt immer wieder, dass Seltenheiten entdeckt werden. Und das tun wir dann später in der Sendung tun wir das noch ein bisschen okay. Ja. Also das sind verirrte Vögel, die auf Abwägen geraten sind, was es bei uns gar nicht gibt. Ja, es gibt sie halt schon, aber eben, sie sind eigentlich ein bisschen abseits von den normalen Zugwegen. Und dann gibt es ja natürlich die, ich weiss noch, wir als Kind, oder wir gemeine Hageln, wenn wir auf Geologie-Exkursionen gewesen sind und diverse so Orte besucht haben, haben wir extra den Stein vom Gotthard mitgenommen und haben dann unauffällig im Schaffhauserland gehen lassen und dann hat es plötzlich einen neuen Stein im Schaffhauserland. Also theoretisch denkbar, dass ich zwei Vögel einfange, mitnehme, mit dem Zug quer durch die Schweiz fahren und aussetze. Das wäre sicher nicht regelkonform. Das sicher, genau. Genau. Und jetzt gibt es ja nicht den neuen Vogel, aber es gibt den Vogel des Jahres, der den Birdlife bestimmt. Genau, jedes Jahr. Wie lange gibt es das schon? Das wüsste ich jetzt gerade nicht genau, also aber das Fall kann. Es gibt es seit den 90er Jahren auf jeden Fall. Ja. Genau. Und was sind dann Kriterien? Was sagt man? Das ist einem besonders verdient? Ist einem besonders schön? Oder? Es können verschiedene Gründe sein. Natürlich spielt die Attraktivität von der Art eine Rolle. Dann sind es meistens auch Arten, wo wir Projekte dafür haben, wo wir damit arbeiten. Meistens auch gefährdete Arten, die Schutz brauchen. Und oft auch beliebte und bekannte Arten. Genau. Und welches ist dann der Vogel des Jahres 2022? Das tun wir jetzt doch gerade im Film enthüllen. Okay, dann schauen wir uns das an. Also, Vogel des Jahres. Da haben wir den Experten bei uns. Hat er es bestimmt gar, oder was? Nein, das ist meistens, das wird meistens gemeinsam bestimmt bei BirdLife Schweiz. Und das letzte Wort hat natürlich der Vorstand. Der Raphael Eie ist wieder bei uns. Jawohl, und wie immer fragt der Journalist ganz doof, wieso die Feldlerche?
Wieso die Feldlerche? Die Feldlerche ist ein sehr bekannter Vogel, Lerche. Es ist die Lerche und nicht die Nachtigall. Also extrem bekannt, früher noch wahnsinnig häufig gewesen, ein Allerweltsvogel. In den Aufzeichnungen von Ornithologinnen und Ornithologen aus den 50er Jahren heisst es «nicht zählbar». Und das ist nicht, weil die damals nicht haben zählen, sondern das ist, weil es so viele hatten und die durcheinander geflogen sind, dass man wirklich nicht mehr können sagen, wie viele das sind. Und heute ist die Feldlerche aus grossen Gebieten vom Mittelland komplett verschwunden, auch aus vielen Hügeln vom Jura verschwunden. Wo man sie noch findet, sind die klimatisch sehr begünstigten Ackerbaugebiete mehr im westlichen, vor allem im westlichen Mittelland, vereinzelt auch weiter östlich im Mittelland und dann auf gewissen Alpwiesengebieten und in den höheren Lagen ist sie teilweise noch vorhanden. Sie hat in den letzten Jahrzehnten massiv abgenommen, auch jetzt in den letzten 2-3 Jahrzehnten nochmal ungefähr ein Drittel vom Bestand verloren. Also es ist halt wirklich eine Art, die durch die extreme Intensivierung und Industrialisierung von unserer Landwirtschaft extrem leidet. Also die haben zu wenig Grund und Boden sozusagen, um sich niederlassen. Die haben einfach, ja. Sie haben vor allem zu wenig. Nicht mehr. Vor allem zu wenig. Sie haben vor allem zu wenig. Sie haben zu wenig. Nichts mit dem Klimawandel zu tun, für einmal. Nein, in dem Fall jetzt nicht. Also direkt nicht, aber indirekt wahrscheinlich natürlich schon, oder? Ja, bei den Lerchen jetzt wahrscheinlich nicht, weil Lerchen sind Arten, die ursprünglich eher aus den trockenen, steppenartigen Gebieten kommen und warme Temperaturen, Trockenperioden ist eigentlich nicht das Problem direkt für die Lerchen. Nein, also es fehlt ihnen an allem. Es fehlt ihnen zuerst einmal an Platz. Mhm. Wir haben so viel Nährstoff in diesen Böden heutzutage, dass das Getreide wahnsinnig dicht wächst und nicht einmal mehr Platz dafür ist, dass eine Lerche dort landet und umrennt. Es fehlt ihnen an Unkraut. Es hat früher eine ganze Ackerbegleitflora gegeben, wie sich das nennt, wo x verschiedene Pflanzenarten vorkommen sind und entsprechend natürlich dann auch Insektenarten oben drauf. Die Insekten sind Nahrung für die Jungtiere der Feldlerchen und die Pflanzen machen später Sämereien, die im Herbst, Winter wiederum Nahrung für die Feldlerchen sind. Und nachher wird noch viel zu früh gemäht und geerntet. Das heisst, wenn sie überhaupt dann mal schaffen, ein Nest zu bauen, ist die Gefahr, dass das durch eine maschinelle Bearbeitung zerstört wird, hoch. Also es kommt ein Bedrohungsfaktor nach dem anderen auf die Feldlerche zu. Und man kann sie fördern mit einer Kombination. Das ist jetzt eben gerade meine Frage. Das hat jetzt schon getönt, Lerche stirbt aus, oder? Jetzt ist noch, das ist das letzte Halleluja, du wirst noch Vogel des Jahres und nachher goodbye, my love, goodbye. Aber das wollen wir ja irgendwie verhindern, nicht mehr. Das werden wir verhindern. Also wir müssen es insbesondere mit einer verbesserten Agrarpolitik verhindern. Es braucht wirklich agrarpolitische Rahmenbedingungen. Ich habe das vorhin auch im 10-vor-10-Beitrag gesagt. Die einzelnen Landwirtinnen und Landwirte sind meistens offen für die Thematik Natur und Biodiversität. Aber wir haben politische Rahmenbedingungen und finanzielle Rahmenbedingungen, die das nicht zulassen. Also es ist vor allem auch eine politische Frage. Wir können sie fördern, indem wir einerseits in dem Getreide lückige Raseien oder sogenannte Lerchenfenster, ein paar Quadratmeter schlicht kein Getreide ansäen, offen lassen. Und andererseits aber dann eben für die Nahrung auch Biodiversitätsförderflächen, Buntbrachen, extensive Wiesen, Ackerrandstreifen etc. etc. Was ein Blütenangebot und ein Insektenangebot hat, ein grösseres, wo dann wiederum eben die entsprechende Nahrung vorhanden ist. Und wenn man das kombiniert in den geeigneten Gebieten macht, dann kann man Feldlerchen fördern. Also, ein Wort für die Feldlerche, unser Vogel des Jahres. Dankeschön für die Ausführungen. Ja, jetzt kommen wir zum abrupten Programmpunktwechsel. Eine kleine Talkshow steht jetzt nämlich an mit prominenten Leuten, die man kennt in der Schweiz, aber aus ganz anderen Gründen als wegen der Vögel. Aber sie haben alle auch ein Herz für die Vögel gefasst. Wir haben 4 Leute eingeladen, 3 werden kommen, einer hat leider kurzfristig müssen absagen. Wir begreifen das. Der Pepe Lienhardt, auch er ein grosser Vogelfreund, aber der Pepe Lienhardt hat uns wenigstens, ja, für ein Schlusszeichen, eine Grußbotschaft geschickt. Thank you.
Liebe Börderinnen, liebe Börder, zum 100. Geburtstag von BirdLife Schweiz möchte ich euch allen ganz herzlich gratulieren. Als grosser Freund von der Natur, von der Vogelwelt unterstütze ich natürlich die grossartige Organisation aus vollem Herzen. Leider kann ich heute aus beruflichen Gründen nicht persönlich dabei sein, aber ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Tag. Möglichst viele Vögel könnt zählen und entdecken und allgemein eine gute Stimmung am heutigen Tag. Bis ein anderes Mal, euer Pepe Lienhardt. Danke vielmals, Pepe. Ja, die gute Stimmung haben wir. Jetzt haben wir sogar noch Musik hier in unserer Sendung, exklusiv von Pepe Lienhardt. Aber wir haben ja noch einen ganzen Haufen andere, weitere interessante Gäste bei uns. Als erstes darf ich Hanna Scheuring begrüßen. Hallo Hanna, schön bist du gekommen. Freue mich auch sehr. Du hast natürlich eine Beziehung zu den Vögeln, sonst wärst du nicht da oder ganz allgemein zu der Natur. Aber ich meine, wenn wir dich schon da haben als Chefin vom Bernard Theater, erzähl uns doch zuerst gerade mal ein bisschen, mit was du im Moment zu tun hast. So. Also, ja, mache ich mega gerne. Nur schnell den Link zu den Vögeln. Ich habe nämlich gerade jetzt das erste Mal richtig einen Eisvogel gesehen. Heute Nachmittag. Also da auf dem Gelände. Und, am Stausee, genau. Ja, bin noch ganz bewegt davon, dass ich jetzt endlich mal einen Eisvogel gesehen habe. Es ist wirklich einfach so irrsinnig schön. Ist irrsinnig schön, aber genau. Börder sind ein bisschen sauer, weil alle schwärmen immer von dem Eisvogel. Ja. Und der hat irgendwie, durch sein Aussehen, hat irgendwie so wie ein ungerechtfertigter Vorteil. Also nach dem Motto, es gibt doch noch einen Haufen andere schöne Vögel auch. Ja, aber die anderen auch sind auch schön. Aber der Eisvogel ist schon, ist schon ein Erlebnis, den mal live zu sehen und so nah. Und er ist ganz lang gesessen. Und wir hatten einfach, also nicht nur im Flug schnell, sondern ich konnte ihn richtig lang sehen. Das ist schon ein Erlebnis. Ja, aber sonst, ja. Wir haben jetzt eine lange Sommerpause gehabt, wo wir eben viel in der Natur sein und für uns und Theater sind ja zu im Sommer. Und jetzt fängt es wieder an. Ab nächste Woche starten wir wieder. Und im Moment ist einfach noch ein bisschen unsere Sorge, dass es ist alles noch ein bisschen harzig. Die Leute haben noch ein bisschen Mühe, gehen noch nicht so ins Theater. Ich weiss, wir wissen nicht recht, hat es immer noch ein bisschen mit Corona zu tun? Oder ist es einfach der warme Sommer, und wo man noch ein bisschen so das schöne Wetter geniessen will? Also, ich höre es von überall her, alle sind noch ein bisschen am Kämpfen. Ja, ich höre das also auch. Ich habe sogar meinen Reim gemacht. Vielleicht können wir da unsere Erfahrungen austauschen. Also, das eine ist natürlich, dass die Leute jetzt nach der Pandemie nicht gern unter viel anderen Leuten gehen, oder? Wo man so eng links und rechts beieinander ist. Ja, wobei, auf der anderen Seite habe ich auch immer das Gefühl, es ist eigentlich wieder so ein Bedürfnis. Also die Leute haben da so oft darauf gewartet. Und es ist ja so, wirklich finde, es ist so etwas anderes, ob man irgendwo daheim alleine oder mit einem Partner auf dem Sofa sitzt. Genau. Oder ob man mit 200, 300, 400 anderen Menschen zusammen so ein Erlebnis hat. Aber gleich habe ich das Gefühl, irgendwie haben die Leute fast ein bisschen, wie sich ein bisschen daran gewöhnt, nicht mehr genau, so wegzugehen. Das ist eben. Das zweite Argument ist, man hat irgendwie herausgefunden, während der Pandemie einmal in der Woche ausgehen. Das langt eigentlich. Ich muss nicht 3-4 Mal wie vorher. Also ich glaube, das ist so. Also ich merke das selber, dass ich leider wirklich viel weniger ins Kino gehe als früher. Das merke ich an mir. Ins Theater gehe niemand noch viel, weil es natürlich mein Beruf ist. Aber ich merke das selber auch. Und ich habe das Gefühl, da hat es wirklich einen Wandel gegeben. Und da müssen wir schon ein bisschen knagen. Also ich hoffe, dass irgendwann sich das wieder ein bisschen langsam erholt. Wird sich das sicher einrenken. Und das Dritte ist natürlich, alle, die ihre Shows und Konzerte und so abgesagt haben im letzten und vorletzten Jahr, die tun jetzt das alles nachholen. Das Angebot ist unglaublich groß. Ja, aber das Angebot ist immer groß. Ja, also irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist es nicht. Ich habe eher das Gefühl, jetzt haben wir gerade die Krise gehabt. Jetzt ist schon die nächste am Himmel am kommen und man denkt, oh nein, und wenn ich dann meine Stromrechnung nicht mehr zahlen kann. Es hat vielleicht auch noch etwas damit zu tun, dass man denkt, jetzt will ich nicht immer, ich habe nicht dreimal in der Woche Geld ausgeben für ins Theater, sondern vielleicht noch einmal im Monat.
Könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber weißt du, du weißt schon, gell? Juli, August, das sind die Zeitungen, die müssen gefüllt werden. Und da muss man irgendwie den Leuten Angst einflößen, dass sie überhaupt die Medien noch zur Kenntnis nehmen. Oder? Also jetzt haben wir dann kein Öl mehr, kein Gas mehr, kein Wasser mehr, keine Heizung, die Russen kommen, die Pandemie Vögel kommt zurück, die Affenpocken kommen. Also, wenn man das ja alles würde, zum Nennwert nehmen, also das ist schon... wir dürfen das Leben nicht fest vermiesen mit so Prophezeiungen, die zwar nicht aus der Luft gegriffen sind, aber dass die eintreffen, ist so, würde ich jetzt sagen, so 1% Chance. Oder? Wir wollen es hoffen, Benni. Ja, ja. Und ich glaube, also ich finde es wichtig, diese Sachen sehr ernst zu nehmen. Und trotzdem gibt es ja so viele Sachen, die uns auch erfreuen. Und es ist auch wichtig, dass wir weiterhin einfach da, ja, die Freude haben am Leben, oder? Auch mit so Sachen wie Natur. Eben, also, das wollte ich auch sagen. Genau. Also, vielleicht geht man weniger ins Theater und ins Kino, aber dafür mehr voraus. Also, vielleicht ist das ein Trend. Das kann sein, weil das hat man natürlich gemerkt bei Corona, sind ja alle Leute vorausgegangen, haben das vielleicht auch entdeckt, oder? Haben sich ein E-Bike gekauft und sind jetzt immer am Umgurken voraus. Finde ich gut, oder? Dass man nicht immer nur daheim sitzt. Also das kann ich nur begrüßen und ich verstehe das auch. Und eben darum bin ich vielleicht auch da, weil Natur ist für mich wirklich ganz, ganz etwas Wichtiges in meinem Leben oder ein wichtiger Ausgleich zum Theater, wo immer so viele Leute und heiße Zeug und da und es ist immer dunkel und Skiwerfer. Und dann rauszukommen und in die Natur zu kommen, das ist einfach schon für mich so das Lebenselixier oder so wie der gute Ausgleich, damit ich überhaupt Kraft habe für das andere. Hast du das schon immer gehabt? Also ich habe gemerkt, dass Jungen immer gut schumpeln am Sonntag mit den Eltern, das war eigentlich nicht so der Hit gewesen. Also ich habe das eigentlich erst schon mit dem Alter, bin ich dann immer lieber voraus. Danke, war das bei dir gewesen? Dass du das Gefühl hast, man sagt jetzt mit dem Alter bei uns. Nein. Ja, du bist ja, du kennst ja meine Tochter sein. Nein, also so ist es ja nicht. So ist es nicht. Nein, bei mir ist es nicht ganz so. Also als Kind ist mir das auch so gegangen. Ich habe nicht eingesehen, warum ich muss auf einen Berg rauf, wenn ich nachher wieder muss runter. Also warum? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Aber ich habe eigentlich schon sehr früh, bin ich sehr viel verrissen gewesen, habe sehr viel Sport gemacht, immer verrissen. Und habe das wirklich gebraucht. Also ich, auch jetzt noch ist es so, dass ich die Natur sehr brauche. Und jetzt eben relativ neu, also so seit 7 Jahren, wohnen wir auch wirklich im Kraut draussen, wie man das schön kann sagen. Und dort erlebe ich das noch mal viel mehr, dass ich am Morgen verwache und als erstes sehe ich die Rehe oder da unten ist ein Storch. Und das ist noch mal, einfach noch mal eine andere Dimension, die das Leben überkommt. Als einfach nur immer eben mit den Leuten und in der Stadt und so. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Du hast ganz gutes Stichwort gegeben, dein Partner, der Daniel Rohr, mit dem bist du rausgezogen und er ist unser nächster Gast da bei uns. Und ich darf ihn doch bitten, gerade auch da Platz nehmen, dann können wir uns nämlich ein bisschen unterhalten über euer gemeinsames Heim, das ja wirklich ein natürliches ist. Hallo, Daniel. Dich muss man ja auch nicht vorstellen, oder? Also von Tatort über weiss ich was, sieht man dich überall. Und jetzt sind ihr so ein bisschen Chefe verwandt, oder? Du, Theater Rigiblick, sie Bernhard Theater. Sind ihr eigentlich gern? Passen ihr drum so zusammen? Ihr seid gern Chefe. Also, ich weiß nicht, ob es das ist, aber man fragt sich ja immer, ob wir uns total konkurrenzieren, dass wir in der gleichen Stadt haben wir ein Theater, oder? Und eins, wo das Theater Rigiblick sehr viele Menschen, 200 Leute fast, und das Bernhard Theater 400 Leute. Und das ist ja fast schon ein Großteil von der Stadt Zürich, von der Theaterlandschaft. Aber ja, es geht. Wir haben eigentlich nicht so viel Krach. Ich glaube, wir sehen es mehr als Ergänzung gegenseitig. Es ist einfach eine wunderschöne Ergänzung. Es gibt natürlich sehr viele Themen, die wir zusammen haben und die wir zusammen besprechen können. Das Verständnis ist da füreinander, wenn das andere halt sehr spät heimkommt, weil wieder etwas läuft und so. Und das ist eigentlich sehr schön. Ja, und vor allem auch zusammen können arbeiten. Oder wir arbeiten ja auch miteinander. Also dann muss er auf der Bühne stehen und ich mache Regie. Dann sage ich ihm, wie es geht. Und umgekehrt aber auch. Also das ist eigentlich eine mega schöne Erfahrung. Ja.
Aber du hast ja schon überall, Ernstfall in Havanna und Sternenberg, überall sieht man dich, auch in den aktuellsten Schweizer Produktionen oder immer die Filme, wo man denkt, vielleicht schlägt jetzt der dann mal den Schweizer Macher als erfolgreichsten Schweizer Film. Und immer die Gemeinen, immer die Bösen. Jetzt habe ich gerade wieder in Chile gespielt, in einem holländischen Kinofilm, der nächstes Jahr in Kino kommt, ein Familienfilm. Das ist wieder einfach so ein doofer Typ, den ich spiele. Aber es war lässig, ich kann können holländisch drehen. Wieso setzt es sich dann so? Du siehst doch irgendwie nicht wie einem Bösen aus. Ich weiß es auch nicht, wenn du mal auf dieser Schiene bist. Ja, genau. Ich habe einen Verwandten, meinen Stief, Patchwork Family, oder? Stief Schwiegersohn, der Anatol Taubmann, der will so gerne mal auch einen lustigen spielen oder so. Und er kommt immer Rollen anboten über vom Bösewicht. Und ich will so gerne mal eine böse Frau und ich will so gerne mal eine richtig Das kannst Rät du wahrscheinlich spielen. Nicht. Und Moll, das kann ich, Benny. Ja, Moll. Das kann ich. Und das darf ich nie spielen. Ich muss immer ein Schätzchen spielen. Also, wenn es euch kann trösten kann. Bei uns haben sie immer nach jeder Fußballweltmeisterschaft so einen Reporter beurteilt. Und unter anderem haben sie gemessen, welcher Reporter hat am meisten geredet und welcher am zweitmeisten und welcher am wenigsten. Und im Jahr 1990 von den vier Reportern habe ich am zweitwenigsten geredet und seit 1994 immer am wenigsten. Und wer bin ich? Der Schnurri, der Nation. Da kannst du machen, was du willst. Die Etikette ist der Angriff. Ja gut, aber wenn wir dich jetzt heute beobachten, und wir sind ja schon länger da, also du hebst schon durch. Du ja, das also ist schon dann mein Job. Ja, stell dir vor, du sagst plötzlich nichts mehr in deinem Film. Also gut. Wobei eben Schauspieler sollte man ja auch mimen. So. Jetzt aber doch noch zu unserem Kernthema, respektive zu eurem schönen Heim, wo eben, wie Tanja schon gesagt hat, im Kraut aussen ist. Also, beschreibe doch ein bisschen. Wie sieht das aus und wieso ist es dazugekommen? Wir haben vor 7 Jahren das Glück gehabt, dass wir ein Salzbauernhaus kaufen können, wo meinem ehemaligen Klassenlehrer, meinem Zeichnungslehrer gehört hat, wo ich als junger Mann schon besucht habe draussen auf dem Land. Das ist wirklich so, wie die Zufälle laufen. Freunde von denen sind ins Riegebiet gekommen, haben mir gesagt, die wollen es verkaufen. Ich habe ihm Spass gesagt, ich nehme es. Am nächsten Morgen läutet mir die Frau von meinem Klassenlehrer an und sagt, wir geben dir das, wir machen dir einen super Preis. Und jetzt sind wir draußen und haben Land, das wir gestalten dürfen. Und weil wir beide sehr naturinteressiert sind, machen wir das auch. Und wie geht das dann im Einzelnen? Also ihr habt ja Job, oder? Also gut, ich könnte jetzt bösartigerweise sagen, ja eben, lasst die Natur arbeiten, wir machen da einfach nichts und freuen uns. Ja, also es ist schon viel Arbeit, wirklich. Also, und ich muss sagen, das ist vor allem der Dani ist federführend. Wir stehen wirklich, also morgen, nach dem Morgen müssen wir zuerst gießen. Das geht mindestens eine Stunde, bevor wir überhaupt den richtigen Start aufbrechen können. Das heisst, das muss man immer ein bisschen einberechnen. Also jetzt im Sommer, das ist nur ein Beispiel. Und ja, wenn wir frei haben oder wenn wir irgendwie mal einen Tag nicht arbeiten müssen, dann sind wir eigentlich schon viel im Garten. Aber vielleicht müssen wir auch mal schnell beschreiben, was das ist, damit man eine Vorstellung machen kann. Genau. Also es ist, wie gesagt, es ist ein altes Bauernhaus. Das ist aus, wie die ehemalige Pflanze. Es sind zwei Teile aneinander gebaut. Im anderen Teil wohnt eine ältere Frau, die wir sehr, sehr mögen, die wir sehr, sehr gut haben miteinander. Und das allererste, was wir gemacht haben, ist, es hat eine Wiese, wo aber eigentlich immer, ja, es hat ein Schäfchen drauf gehabt und es ist nicht genutzt worden. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir aus dieser Wiese zusammen mit einer Renaturierungsfirma wirklich eine grosse Blumenwiese gemacht haben. Mm. Wir haben die abgetragen mit dem Bagger. Und das Zweite, was wir gemacht haben, das hat einen Abhang rings ums Haus, wo eine grosse Hecke ist, also gut 150 Meter lang. Die Hecke war völlig überwuchert mit Neophyten, mit armenischen Brombeeren. Und ich habe zusammen, zum Teil mit Freunden, zum Teil auch alleine, der Bauer hat es gemessen, weil ein Teil von dieser Hecke gehört dem Bauer und hat gesagt, er könnte machen, was er will. Wir haben in einem Jahr über eine Tonne Neophyten aus dem Boden rausgehackt. Da kenne ich nichts. Also das ist wirklich, da haben wir wirklich geschafft. Wir haben da riesige Wädchen zusammengetragen. Der Bauer hat es mit dem Wagen dann ins Grübli gebracht. Und dort hat dann auch die Renaturierungsfirma auf diesen
Flecken, die dann halt eben quasi wie leer gestanden sind, haben wir dann über 100 einheimische Sträucher angepflanzt. Die unterschiedlichsten natürlich, weil das ja soll ja auch, aber das wissen die, die da Zuschauerinnen und Zuschauer, sind natürlich, soll das ganze Jahr soll für die Insekten, für die Vögel etwas da sein. Mhm. Das sind das alles einheimische Sträucher, die wir gesetzt haben. Und jetzt, das Jahr, haben wir dann nochmal einen Teil vom Bauer bekommen und von dieser lieben Nachbarin. Und haben dort können auf der einen Seite Magerwiese auch, wir haben auch den Boden wieder abgekoppelt mit dem Bagger, eine Magerwiese und nebenan eine Blumenwiese. Und rundum um die Hecke haben wir auch den Boden abgekoppelt. Und dort ist dann einmal Waldsaum, den wir angesehen haben. Also das klingt nur schon anstrengend zum Zuhören, oder? Also da ist vielleicht die Pandemie ist gar nicht so schlecht gewesen, haben da weniger Aufträge gehabt, dann, ja, also das hat sich weh ergänzt, dann also, ist das eine durch das andere ersetzt worden. Ohne Pandemie hätte er das gar nicht geschafft, das ja, alles zu renaturieren. Das kann man so, vielleicht hätte man auch geschafft, aber ich muss schon sagen, wir haben natürlich in der Corona-Zeit, wo wir im Theater zu waren, sind wir wirklich täglich im Garten gewesen und haben das ja, auch können gut gestalten, wenn wir es mal so sagen. Und jetzt, wenn man es noch auf Vögel runterbricht, sozusagen, also merkt ihr, fangen ihr auch an, sozusagen ein Mini-Familien-Bird-Race zu machen? Ihr also, erkennt immer mehrere Ich habe einmal die Vögel bei uns in der Umgebung gezählt. Ich bin auf gut 30 gekommen, die ich gesehen habe. Ah, tatsächlich. Wir haben ja noch Wald raus. Nebendran, wir haben eine kleine Sumpflandschaft nebendran. Es ist ein Naturschutzgebiet, gerade neben dem Haus. Es hat einen Bach, wir haben die Hecke. Es hat doch einiges so bei unserem Haus. Also zum Beispiel gerade in dem Wald, neben dem wir wohnen, hat es Waldohrrüllen. Und am Morgen werden da durch Vogelgezwitscher geweckt? Ja. Tatsächlich? Ja, das ist so. Und wirklich, wenn ich den Kopf hebe, sehe ich wirklich so oft Wiesen ab und dort steht ganz oft ein Reh. Nein. Oder der Fuchs. Ja. Oder der Fuchs, der am Jagen ist. Ja. Mhm. Wow. Ja. Ja, das ist wirklich schön. Also Fuchs ist das Problem, da darf man den Kübelsack nicht am Abend vorne schon rausstellen. Genau. Weil sonst ist dann alles zerfetzt. Da kriegt man aus Erfahrung Hilfe. Genau. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, das ist einfach wirklich lustig und das muss ich einfach sagen, weil du machst das so, der Dani schafft dann so, wenn er auch sonst Theater spielt und wenn er das Theater führt, er schafft einfach wie ein Pikte und zwar so lange, bis er zusammenbricht und dann irgendwo so, ich kann nicht mehr. Und dann muss man ihm sagen, du musst, kannst nicht mal eine Pause machen? Nein, das kann er nicht. Also dort ist er einfach eben mit Vollgas dahinter und sonst wären wir nie so weit gekommen. Ich habe unbändige Energie, das ist wirklich wahr. Ich habe sehr, sehr viel Energie. Das ist super und vor allem tust du die am richtigen Ort einsetzen. Und ich ziehe dann auch sehr viel Energie aus dem wieder raus. Tanne hat das ja vorher schon gesagt. Das ist schon einfach wahnsinnig. Also, wenn man sieht, was da passiert, also dass die Natur um das Haus herum verändert sich und es tönt plötzlich anders. Ja. Also das Projekt, wo wir jetzt, das haben wir ja mit Birdlife gemacht, zum 100-jährigen die Wiese. Und wenn du kannst zuschauen, wie die Wiese sich entwickelt und was plötzlich für Rosetten am Boden entstehen, dass da plötzlich Natternköpfe-Rosetten sind, dass da Wiesensalbei-Rosetten sind, da freue ich mich schon, was nächstes Jahr da wieder umeinander kreucht und natürlich dann in dem Zusammenhang dann hoffentlich auch. Und jetzt haben wir noch eine Nisthilfe für den Storch aufs Dach des Nachbarn seiner Scheuer tun. Und jetzt hoffen wir, dass im nächsten Frühling der Storch dann weiss, dass er dort ein Nest bauen muss. Ich habe aber schon gehört, wir haben fast zu viele Störchenfänge. Also hier im Rheintal, wo ich ein bisschen daheim bin, da sagen jetzt nein, nicht schon wieder Störche, wir haben schon 50, jetzt kommen noch mal 20. Also das gibt es auch. Wir geben euch ein paar ab in dem Fall. Gut. Also bei uns ist der Storch willkommen. Wunderbar. Der Hans-Peter Latour, der ist ja auch in die Biodiversität eingetaucht. Ich weiß nicht, ob der Zeritz, wo er da auch so einen schönen Garten angelegt hat, ob es dort auch Störche hat. Also ich meine, richtig sesshafte, nicht so nur zum Fotografieren. Er hat alles schon gesehen, Eritz. Es ist unglaublich, wenn man seine Bücher liest. Und wir haben sie natürlich gelesen. Wir kennen ihn, wir schätzen ihn sehr. Wenn man die Bücher liest, ist unglaublich, was er jetzt alles schon gesehen hat. Das trifft sich auch gut, weil da kommt er. Er ist unser dritter Interviewgast. Hallo, Hans-Peter. Sie
Ja, dann stellen wir die Storchenfrage im Zusammenhang mit deinem Lebensumfeld doch gerade. Hast du Störche in deiner Nähe? Ja, es ist verrückt. Also, auf das bin ich jetzt nicht vorbereitet gewesen, aber es ist tatsächlich so, dass wir im Eritz dieses Jahr einen Schwarzstorch gesehen haben. Also diese ganze. Letztes Jahr habe ich einen ab und zu im Emmital gesehen, habe auch gefötelt, das muss ich dir sagen. Weil bei mir zählt alles nur, was ich fötelen konnte. Sonst ist Jägerlatein, oder? Ich glaube jetzt an die Ornithologen. Du, aber das ist schon, du untergrabst ja unser Bird Race. Das weiss man, dass die nicht beschissen. Ja. Aber sonst, weißt du, dort, wo ich da eben im Innereri zu so, da sagen mir alle die Nachbarn, der Luchs haben sie gesehen. Oder? Ich bin so viel unterwegs, ich habe am Tag das Licht noch nie gesehen. Nachher, wenn ich alle frage, wann habt ihr ihn gesehen? Ja, dann sage ich, ja, morgen Dämmerung, wo wir sie arbeiten, zum Auto aus. Weißt, was? Wir haben so viele Katzen dort hinten. In Dämmerung, das war nicht so unterschiedlich. Ich mache noch ein Selfie mit dir, weil sonst glaubt mir niemand, dass ich heute eine Latour gesehen habe. Das machen wir, ja. Nein, das ist ja so ein bisschen, ja, Freude an allen. Und dann für die Bücher, ich muss zwar sagen, im letzten Buch, das ich rausgegeben habe, sind es etwa 650 Fotonen und tatsächlich etwa 10 sind nicht von mir. Aber die habe ich dann alle bezeichnet, weil ich einfach Geschichten über die Vögel zum Beispiel oder Schmetterlinge hatte, ja so unbedingt drin haben. Und nachher als Fußballtrainer habe ich mir ja vorgenommen, nie ein Goalner zu werden, oder? Aber ganz ohne zu blinzeln kommst du fast nicht durch in diesem Geschäft, oder? Und gleich ist es so ein bisschen Ornithologie, oder? Ich bin zum Beispiel auf eine Niese aufgegangen, für einen Steinhuhn zu fotografieren, oder? Und ich war der Erste, ja, mit dem Bändchen vom Personal auf dürfen. Man hat mir gesagt, dort Niese kommt, sehen wir einen Alben eins. Und ich natürlich parat und gespannt. Dann bin ich überrascht, es war dort schon einer da oben. Dabei bin ich mit dem Meer. Dann sage ich dem dir, das überrascht mich jetzt, dass ihr schon da seid. Und ich bin wegen dem Steinhuhn gekommen. Dann sagt er, ja, er denkt, oh, aber er hat da geschlafen, nicht? Und nachher hat er mir gesagt, ich sei eine halbe Stunde spät. Er hat es, ob ich die Foto schauen wollte. Dann sage ich, ja, gern. Und dann sage ich, jetzt bin ich enttäuscht, das kommt nicht mehr vor, ich hätte die Foto haben sollen. Dann sagt er mir, ja, dir gebe ich die Foto, die kannst du brauchen. Dann sage ich, das zählt nicht bei mir, ich muss es selber fotografiert haben, ist nicht von dir. Dann ist mir gerade der Geistesblitz gekommen. Ich sage, nein, habt mir den Monitor her. Und er hat nicht den Steinhuhn ab seinem Monitor oder? Und jetzt kann ich natürlich gleich sagen, kann ich die Geschichte auf dem Niesen Steinhuhn, oder? Ja, und dann ist cool. Alles aber dann sage ich dir Alpen schon, ich zeige dir die Hand noch, was ich aber so darum sage ich, oder? Oder Schwalben, mit Schwalben habe ich natürlich schon immer zu tun gehabt. Das ist klar, das gehört ja zu deinem Image. Und natürlich meine Lieblingsgeschichte ist mir heute in den Sinn gekommen, weil ich muss jetzt ein Insider muss ich jetzt da platzieren. Ich bin ja da hergekommen, um die Sendung vorzubereiten. Und der Hans-Peter ist schon da gewesen. Dann habe ich einen Eisvogel. Welches Foto hast du geschafft? Nicht mehr, oder? Eisvogel-Fotografie. Ja, ich war ja still gewesen. Ja, nein. Und jetzt ist Hans-Peter schon da gegangen und grüßen. Ja, du musst da hinterher. Dort hat es so Beobachtung gestellt. Dann bin ich da hinterher. Und dann tatsächlich, er ist aber nicht allein gewesen, nur drei andere gewesen, mit dem Falscher. Und die sind aber wirklich mucksmüsli still und auch wie erstarrt zur Salzsäule sind die dort gewesen. Und dann ist ihm natürlich die Geschichte in den Sinn gekommen, aus ihm seinem Buch, oder? Wo er endlich ganz eine seltene Vogelart hat er schon auf dem Sucher gehabt und hat eigentlich, hätte längstens können, klicken, aber er hat dann gedacht, ja, vielleicht kehrt sich dann noch besser, hat noch besser im Profil. Und in dem Moment ruft seine Frau die Arme, die hat die Geschichte schon 100 Mal hören. Hans-Peter, das Mittagessen ist bereit und die Vögel machen wuff und da ist kein Foto. Und dann habe ich gedacht, ich will nicht im Latour im nächsten Buch, oder? Als der erschien, dann habe ich endlich den Eisvogel gehabt, da ist Kopf von Eli, Schnur in der Nation, haben wir wieder das ganze Viertel verhauen. Ja, so schön, wie du das erzählst. Und merci vielmals, dass du das Rücksicht noch hast. Ein Gruß der Hilde. Aber du wärst mir dann gleich noch im Moment wichtiger gewesen als der Eisvogel. Und ich möchte das allen, die jetzt hier hören, empfehlen oder die noch nie einen Eisvogel gesehen haben, wirklich, kommen daher schauen. Also, das ist köstlich, wie man den gut beobachten kann. Am günstigsten ist natürlich jetzt, wie jetzt. Ich habe gehört, die machen bereits die dritte Brut. Jetzt ist natürlich die etwa fertig. Aber wenn sie brüten, dann brauchen sie Futter für die Jungen. Also, das lohnt sich wirklich, das live mal zu schauen.
du tust ja nicht nur Vögel fotografieren, sondern du tust auch eben deinen Garten um dein Haus herum, tust du derart gestalten, dass die Vögel überhaupt einen Lebensraum haben. Und das ist ja, ich kann ja mal bei dir schauen, das ist ja eine richtige Wissenschaft. Ja, ich bin jetzt erstaunt, dass du dich noch so mal besinnen. Also, ich muss jetzt gerade sagen, das darf ich mehr sagen. Also, Katrin, die Frau, die ist natürlich der Wesentliche. Ja, die kommt viel mehr. Ja, die ist bewandert. Ja, ist oder bin ich jetzt aber nicht gewusst, woher schauen, wenn wir ein Schmetterling. Aber er hat sich auch so gemacht, ich muss sagen. Er hat sich gemacht. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit hier zugelassen. Nein, aber bei mir sind ja die Vögel nur ein Teil. Also, nur ja, für uns ist loszulegen. Mich interessiert Biodiversität im Allgemeinen. Das Buch, ja, genau. Aber die Vögel sind ein wichtiger Teil. Und ich probiere, wir haben es vorhin gehört, von Hanna, von Daniel, wie sie da Strukturen machen, Ökoflächen, ganz verschiedene. Alles mit einheimischen Sachen natürlich. Es war wahnsinnig spannend. Ich habe das alles gerade vor mir gesehen, als er es erzählt hat. Es ist ähnlich wie bei mir, oder? Ich habe noch sogar ein bisschen Land gepachtet, für eine Wildblumenwiese zu machen, oder? Es ist ja wichtig. Aber interessant ist doch, das hat man schon von euch gehört, wie die Tiere die Struktur annehmen. Oder? Mhm. Wo man vorher hat man die gar nicht mehr gesehen in der Gegend. Und wenn man die Strukturen schafft, auf das Mal sind die da. Darum, also, mit dem können wir auch die ganzen Probleme nicht retten mit unseren Gärten, die wir hier haben. Aber eben so falsch ist, wenn man sagt, es ist für nichts. Also, das habe ich hundertmal beweisen schon. Aber es ist ja eigentlich auch klar, dort, wo die Nahrung für die Tiere da ist, dort kommen sie. Es ist natürlich die Tiere, die dann irgendeine Nahrung mehr haben, die sind halt einfach nicht dort. Sie können eben auch nicht dort sein. Es ist ja ganz logisch. Genau, aber sie müssten gleich irgendwie in der Nachbarschaft sein. Also ich meine, wenn der Hans-Peter im Berner Oberland ein Biotop macht und der einzige Hirsch, der dort kennt, der ist jetzt gerade am Genfersee unten, das nützt dann nichts, oder? Das ist dann die Distanz zu gross. Darum braucht es die vernetzten Flächen. Genau wegen dem. Oder? Also, zwischen unseren Gärten muss noch irgendetwas sein. Oder? Ja. Und das ist schon. Es sind ja irgendwie mehr Leute, die mitmachen. Die öffentliche Hand vielen Orten mit Park. Die Landwirtschaft hat angefangen reagieren und alles zusammen. Also, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Warum mache ich das überhaupt? Also, ich will den Leuten nicht sagen, es ist 11:55 oder 11:55. Wenn es so ist, gehen wir noch heute eins zusammen ziehen, bevor Feuer ab ist, oder? Nein, aber es gibt noch so viel Schönes, was wir haben. Und das möchte ich zeigen in der Schweiz, oder? Aber wir müssen mit mehr Respekt begegnen. Wir müssen es nicht nur schützen, wir müssen es probieren zu fördern. Und ich glaube, wir bringen das her, die Gesellschaft und die Natur. Das kommt, vielleicht braucht es noch Generationen, aber wir viele Leute, und eben, ich darf jetzt das sagen, euch zwei da, Prominente, oder, bekennen sich heute dazu, das dünkt mich so schön, oder, wo sagen, uns bedeutet die Natur sehr viel, und kommen auch daraus, oder? Francine Jordi schickt mir fast jede Raupe, die man dort übersteht. Letzte Woche hat mir der Göller vor Tiger Schnecken eine Paarung geschickt, ein Foto, wo da 1,50 Meter am Birkenstamm sind. Also, ich finde das toll. Man muss die Leute probieren, zu begeistern für die Sache, nicht immer nur mahnen und verbieten. Tanna nickt immer, aber sie hat das einzige, kein Mikrofon. Wir haben zwei Mikrofone für drei. Macht nichts, das ist gut. Nein, du hast dich da will auf. Nein, ich tue ihm so zu. Es ist so absolut das, was ich empfinde. Und das, was du auch gesagt hast mit der Vernetzung. Und ich glaube auch, es wird immer wie mehr, man hört immer wie mehr. Und auch wenn ich durch die Schweiz fahre, denke ich manchmal, nein, also wirklich. Die Schweiz ist so verbaut, es ist alles genutzt für Landwirtschaft, es ist furchtbar, aber es gibt auch immer wieder so Oasen, immer wie mehr. Und das gibt mir auch total Mut, wirklich. Das ist jetzt noch schön, ist das gesagt. Und wir haben das Wort Wildblumenwiese zu viel gehört, oder? Das ist das, was sich die Leute noch bewusster werden müssen. Heute, wenn sie da Garfahrten machen, in Zäuliant oder in Zemmital oder irgendwo, dann hocken die Leute im Gar und sehen da die Säublumenmatte, die sagen, hey, das ist eben noch Natur. Nein, das ist nicht Natur, das ist Landwirtschaft. Oder? Nichts gegen die Landwirtschaft. Ja, ja. Denen haben wir zu verdanken, dass wir nur zu essen haben, günstig zu essen haben. Also, aber eine Wildblumenwiese, die sieht ganz anders aus. Die Säublumen und das Zeug ist gut für Futtermittel, aber für die Insekten, für die Schmetterlinge ist das nichts. Das sind keine Nektarpflanzen in diesem Sinne. Der Switch muss langsam kommen. Das Leben wird eben immer komplizierter. Ich bin auch gerade verwünscht worden. Ich bin in Norwegen in der Ferie gesehen, dann habe ich ein Rentier gesehen und dann hat mir ein Norweger gesagt, sie wissen aber, dass Norwegen 100% von allen Rentieren sind domestiziert. Das heisst,
Die Rentiere in Norwegen, das ist ja bei uns Kühe. Oder? Bei uns gibt es auch keine wilden Kühe, die in der Landschaft rumrennen. Und genau so ist es mit den Rentieren. Die heißen so Rentier, weil sie rumrennen, aber die rennen rum, die sind umzäunt. Es gibt keine wilden Rentiere. Das war ein bisschen eine Enttäuschung für mich. So, oder? Aber darum, eben, weil man viel gehört, ja, das gibt es nicht mehr, das andere gibt es nicht mehr. Tatsächlich, die Arten sind seltener geworden, sind sehr bedroht und so. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, mein Vater, der ist ja so vor allem eben der Vogelkenner und ein Vogelfreund gewesen, so, der ist immer mit mir unterwegs und alles zusammen. Aber der hat zum Beispiel nie in seiner ganz ornithologischen Karriere, etwa vor 60 Jahren oder so, hat er nie einen Bienenfresser gesehen in der Schweiz. Oder? Die hat es eigentlich gar nicht mehr gegeben. Und heute hat es wieder bis 100 oder 120 Brutpaare in der Schweiz. Also, das ist doch absolut positiv, oder? Weil man sie gefördert hat und geschaut hat. Ja. Wo könnte man noch den Hebel ansetzen, damit es noch etwas besser wird? Also jetzt ungeachtet der weiß ich was, Finanzen, politischen Verhältnisse, vielleicht natürlich schon eingedenk vom Klima, das wir einfach haben. Was könnte man noch machen? Also ich glaube, das, was der Hans-Peter vorher gesagt hat, ist etwas vom Allerwichtigsten, die Vernetzung. Auch wenn es nur kleine, auch wenn es nur kleine Streifen sind. Also das ist ja das, was ich die draussen, die wir haben, wo ich immer jetzt wieder höre von den Leuten, die ich mich mit ihnen treffen darf, das sind die Renaturierungsfirma-Menschen, wo ich immer einfach wieder fasziniert bin, was die für ein Wissen haben. Wo ich einen Nachmittag zuhöre und einfach mit so einer Bereicherung, mit so viel Wissen wieder zurückkomme. Und die sagen immer, das Allerwichtigste ist Vernetzung. Das ist das, was wir jetzt. Und das hat, glaube ich, einfach viel damit zu tun, wie man miteinander ins Gespräch kommt. Du redest mit dem Nachbarn, du redest mit dem Bauern nebendran und sagst, hey, könnten wir nicht den Streifen und so. Oh ja, gut, wenn es dich interessiert, dann machst du auch, kann ich eh nicht brauchen. Wumm, hat man wieder etwas. So ist es einmal bei uns gelaufen. Aber das ist genau so. Und darum denke ich, ja, politisch könnte man dort noch etwas machen. Also, eben gerade die privaten Gärten, oder? Zum Beispiel, wer von seinem Grundstück 30% der Fläche der Natur zurückgibt, mit Hecken, mit Wildblumenstreifen, mit Strukturen, mit Totholz und so, das sollte einen kleinen steuerlichen Abzug machen können. Als Anreiz. Das kommt gar nicht auf die Grösse drauf ab. Vielleicht 500 Franken im Jahr oder so. Und da musst du gar nicht kontrollieren. Die Leute, die das machen, bescheissen nicht. Oder? Aber das als Anreiz, dass das irgendwie mehr gemacht wird, eben gerade wegen der Vernetzung. Jetzt sagen wir, jetzt könnt ihr noch meine privaten Gartenprobleme lösen. Ich habe natürlich nur einen kleinen Garten, bin ein fauler Hund. Darum ist die Hälfte sind natürlich Blättchen und die andere Hälfte ist der Rasen. Das heisst, ich habe gemeint, das sei Rasen, oder? Ich habe schon etwa viermal angesät und unterdessen ist wieder 50% Moos und die anderen 50% sind irgendwie durch Blätter bedeckt. Und wisst ihr was? Jetzt habe ich beschlossen, ich finde Moos eigentlich noch schön. Das ist, da kann man so schön barfuß weich drüber hinlaufen. Ich habe jetzt beschlossen, die haben mir nicht Leid gewährt, sondern ich will das. Ist das jetzt ein bisschen gar einfach gestrickt, wahrscheinlich? Nein, für kleine Lebewesen, zum Beispiel Moos, und das behalten für. Und ist ja interessant, du siehst ja überall auf dem Wasser Moos, oder? Das haben wir heute gesehen, ja, genau. Wo wir zusammen noch ja, schauen. Das ist wahrscheinlich ja, wegen dem. Ja, jetzt tut er mich noch bloß. Nein, es sind Algen gewesen. Ja, genau. Einfach eine grüne Fläche. Aber mir hat es gefallen, wie du dich da fasziniert beim Zeug kochen. Nein, aber das hast du jetzt vorhin, also ja, gut gehört, was er erzählt hat. Das ist natürlich noch recht schwierig, so aus einem fetten Boden mal dem sozusagen eine Wildblumenwiese zu machen. Die reit abdreht, ich habe es gehört. Oder? Das ist natürlich, ich habe bei mir nicht dürfen abtragen, ja nicht können so. Und, aber mir bringt es so her, aber es ist viel, viel schwieriger, es braucht Zeit. Aber was ich dir würde empfehlen, wenn du das willst, man kann heute sogar Wildblumenziegel kaufen. Also das ist, sagen wir jetzt, 40 auf 40 cm, Gärtnerei Labhart, das darf man da. Ja. Gibt zwar sehr zum Ansehen, aber dass man sofort etwas sieht, oder? Kannst du bei dir zum Beispiel in deinem Gärtchen dreisättige Wildblumenziegel setzen, oder? Ja. Dann hast du sofort hast du Wildpflanzen, du hast Beine, du hast Schmetterlinge, du hast Insekten. Also, es gibt heute verschiedene Möglichkeiten, wenn man sich informiert. Aber wenn ich jetzt, ich denke natürlich immer sehr praktisch, oder? Also, weil ich bin natürlich nicht, wenn er voller Energie für Gartenarbeit oder oh, ich habe schon Mühe, nur immer das Unkraut zwischen den Fugen und so, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Nein,
Aber dann wird es ja kompliziert mit dem Rasenmäher. Dann, oder? Dann musst du ja zwischen den Ziehkulturen und ui, das wird ja dann... Ja, nein, kommst doch gut, so wie ich dich kenne. So wie du zu den Parkhäusern ausfährst. Oder? Dann kommst du doch mit dem Rasenmäher dort um die Wildblumen zu ziegeln. Und so, oder? Ich glaube, ich bin überhaupt, ich muss das schon sagen, ich bin gegen, also jetzt zum Beispiel mein Vorplatz, ich habe ja auch ein Auto, oder? Und mein Vorplatz, den habe ich auch versiegelt. Ich wollte im Winter können, den Schnee raum, ich wollte können herfahren. Aber ich sage gegen das eine tun und das andere nicht lassen. Oder? Die reden doch da über Theater besuchen. Wieso soll man jetzt weniger ins Theater, nur weil man mehr... Das sehe ich nicht, ich kann beides machen. Oder? Das gefällt mir eben. Ich bin eigentlich grundsätzlich gegen alle Extreme. Also du kannst die Garten... Der Garten ist sowieso etwas Persönliches. Da kannst du gestalten, wie du willst. Aber wenn du ein bisschen daran denkst, eben, vielleicht kannst du mit Wildblumen ziehen oder etwas, kannst du so machen. Oder? Genau, also ich bin absolut untalentiert, aber ich mache gleich gern. Und am liebsten habe ich meine Glycinien, weil die wachsen gefühlt einen Meter pro Tag. Und die kommen dann oben und wickeln sich um alles herum, manchmal sogar im Strassenlaternen. Und da kann ich auch mit einer einfachen Schere, kann ich da, wo ich will, kann ich da abschneiden und das gibt irgendwie ein Wohnungsgefühl. Aber vielleicht ist das gar nicht etwas für dich, vielleicht ist das etwas für deine Frau. Der Hans-Peter hat gesagt, nein, meine Frau hat natürlich noch viel den grösseren Garten. Oder? Wir wohnen ja an zwei Orten und sie ist natürlich super, aber dort hat das Zeug, da staune ich nur. Also ich wage nicht einmal zu diskutieren, als Aprikosen und und in dem Äpfelbaum als Kopfdeckel 27 Äpfel pro 10 Kubikzentimeter. Also ich suche jetzt den ganzen Winter, das ist das Schöne an der Natur. So das ist schön an der Natur. Das ist etwas, was ich jetzt festgestellt habe. Wir haben zum Beispiel eine Fläche, haben wir gehabt, das war eine ehemalige Boccia-Bahn. Und die haben wir als Ruderalfläche deklariert. Wir haben gesagt, das ist eine sogenannte Fläche, wo Primärpflanzen kommen. Was ich dort an Pflanzen sehe und was ich dort an Käferli, an Bienen, an Wildbienen sehe, das macht mich glücklich. Und wenn man das einmal erkennt, dass das einen Wert hat, dann glaube ich, nimmt man auch einiges an Arbeit in Kauf. Das ist ja so. Also ich schätze nicht die Insekten viel mehr, sind eben natürlich all die Filme und gesehen haben und dann natürlich die Pflanzen, die ich bei meiner Frau im Garten. Also da ist immer eine Blüte und etwa 10 Bienen, Wespen, weiss ich was, drumherum. Und dann sage ich nicht, oh, die stechen, sondern sage, super, da sind sie. Und die tun dann das verbreiten und das gibt es dann. Ja, am Schluss habe ich dann Honig in meinem Tee, oder? Wir sind ja da schliesslich auch noch im Wettbewerb, oder? Und das muss ich schon sagen, da kommt bei mir manchmal schon noch ein bisschen der sportliche Ehrgeiz zum Vorschein. Ich habe natürlich schon wahnsinnig Freude, zum Beispiel an jeder neuen Vogelart, die ich entdecke, die ich vorher nicht gesehen habe. So. Oder wenn es etwa noch eine Rarität ist oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel auch das Team gesponsert, das da unterwegs sind. Sie gehören zu den Favoriten. Oh, ich bin gespannt, was man da für Zahlen kannst du verraten, was heisst? Ja, das heisst Big Bad Birders. Die zählen zu den Favoriten. So kennen wir aus. Weißt du, die Teams kennen ich etwa wie die in der Superliga, so ähnlich. Genau, und in der Superliga spielst du jetzt auch als Literat. Du hast ein Buch herausgegeben, Biodiversität. Und darüber gibt es ein kleines Film. Und damit wir damit alle Leute wissen, über was wir reden, schauen wir uns jetzt das an. Ja, auf den Moment habe ich mich wahnsinnig gefreut, als ich durfte sagen, jetzt ist es das, mein neues Buch, das ich mit dem Weber Verlag durfte machen. Biodiversität ist der Überbegriff. Es geht um die Artenvielfalt von unserer Flora und Fauna. Biodiversität, von dem redet man im Moment überall. Aber der Normalbürger ist sich noch nicht so gewohnt, der Ausdruck. Das habe ich gemerkt bei meinen Veranstaltungen und Vorstellungen. Also, wir reden natürlich über die Natur immer noch, Naturschutz, was es gibt. Aber Biodiversität ist absolut der Überbegriff und es ist wichtig, dass man über das ein bisschen Bescheid weiss. Darum habe ich gedacht, ich mache das Buch, ich schreibe 365 Tage. Da kann man, das ist sehr spannend und natürlich leicht zum Lesen. Ich habe keine lateinischen Namen, ich habe es nicht für Biologen geschrieben. Man kann jeden Tag eine Seite lesen oder man kann es im Zug durchlesen, das ist gleich. Ich bin einfach sicher, ihr werdet Freude haben an diesen Geschichten und diesen Bildern. Und nach einem Jahr, wenn ihr es gelesen habt, dann darf ich ruhig jemanden fragen, was ist eigentlich Biodiversität? Ihr werdet bestens können Auskunft geben. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Spass beim Lesen und Schauen. Habt ihr das Buch schon zur Kenntnis genommen oder gelesen? Ja. Das Buch.
Und ich muss sagen, es ist zwar ein bisschen blöd, das zu sagen, aber es liegt bei uns auf dem WC. Und ich, ich lese jeden Tag ein Geschichtchen von Hans-Peter. Und das ist so unterhaltsam. Und man lernt so viel. Also ich lerne mega viel dabei. Und habe wirklich Freude an diesem Buch. Wirklich. Aber wir haben auch die anderen, das muss man auch sagen. Wir haben natürlich auch, das ist doch ein Schwalbe und Natur, Latour, das haben wir natürlich auch. Also wir sind da gut ausgerüstet, was dich anbelangt. Ja, merci vielmals. Also, ihr motiviert mich natürlich auch, ja, gäng. Das merke ich auch jetzt da wieder. Das freut mich natürlich mal. Ich weiss natürlich noch etwas von der Vernissage, von dem neuesten Buch. Dort war ja der Lektor ist dort auch gewesen. Und da hat es einen Streit gegeben, weil der hat den Titel Biodiversität dröge, abstrakt und alles gefunden. Wie hast es du geschafft, den Titel gleich durchzubringen? Ja, das ist tatsächlich so. Also, du bist schon aufmerksam gewesen, dort, muss ich sagen, der Vernissage. Aber das ist tatsächlich so. Ich hatte ein bisschen Mühe mit dem Verlag. Sie haben gesagt, Biodiversität, ja, da wissen die Leute nicht, was es ist. Das ist doch kein Titel. Das ist doch nicht. Mittlerweile weiß man längstens, was das ist. Also, aber ich habe es durchgebrungen. Mir hat noch so einen Nachsatz unten dran, da, schlank, oder? Erzählt über die Artenvielfalt. Das Wort Artenvielfalt. Wobei man muss ja sagen, Biodiversität ist nicht einfach nur die Artenvielfalt, oder? Also, mal schon, aber nicht nur von den Tieren, von den verschiedenen Ökoflächen. Ja. Genetisch natürlich, eine Tomate ist nicht einfach eine Tomate. Es gibt runde, es gibt ovale, es gibt rote, es gibt gelbe und so weiter. Also, und das Verrückte ist, es ist gar kein Gemüse, sondern eine Beere, eine Frucht. Ja, ein Nachtschattengewächs. Ja, da kannst du immer die Leute legen. Ja. Mit, die meinen, Tomate sei ein Gemüse, dann ist es eine Frucht. Und Gegenprobe ist eine Melone, ist keine Frucht, sondern ein Gemüse. Recht bin ich gescheit. Du machst dich also, ich hätte es jetzt gesehen. Nein, ich habe nicht zu viel Quiz geschaut und da gibt es immer die Fragen, die man die Leute legen kann. Wir gehen jetzt davon aus, dass du in deinem Garten Melonen und Tomaten anpflanzt. Offenbar hast du Freude an denen. Da gibt es natürlich eine Geschichte. Und zwar das letzte Benissimo, das ich moderiert habe, das ist der Joe Cocker, ist der letzte Gast gewesen. Der berühmte Sänger, und der hat mich nachher, gibt's immer so ein kleines Gespräch, und dann hat er gesagt, was machst du jetzt, wo du pensioniert wirst? Und ich gesagt, ja, weiss nicht. Und dann hat er den schicksalshaften Satz gesagt, don't grow tomatoes, that's nothing for people like us. Also, auf Deutsch, fang ja nicht an, Tomaten setzen, das ist nichts für so quirlige Leute wie ich. Und meine arme Frau leidet darunter, weil immer, wenn sie dir richtig geht, sage ich, oh, sorry, ich habe dem Joe Cocker versprochen. Ich darf nicht anfangen, Gurken und Tomaten zu ziehen. Aber setz Herdöpfel. Setz ein paar Herdöpfelstuden. Dann hast du plötzlich vielleicht noch den Totenkopfschwärmer vor ihm. Weil ich schon lange hinter dem Totenkopfschwärmer. Und jetzt, das ist der grösste, eigentlich, den wir haben, von den Nachtfaltern. Und jetzt habe ich gelesen, dass ich gerne Herdöpfelstuden. Ah, ja. Darum, probier doch. Jawohl. Eben, wir reden ja immer von den Vögeln hier bei den Birdways. Und ein Sommervogel ist ja kein Vogel, oder? Schmetterling zählt ja nicht. Jetzt habe ich natürlich meinen Kollegen hier, den Michael, nicht neben mir. Schmetterling. Also, ich muss sagen, ich habe vorhin gesagt, Nachtfalter sind auch Schmetterling, oder? Mhm. Aber es gibt gleich einen Zusammenhang, eben Schmetterlinge, Insekten zu den Vögeln, alles zusammen. Mir hat gerade wirklich ein guter Ornithologe kürzlich gesagt, also, es gefällt ihm nicht. Die Vögel haben zu wenig zu fressen, es fliegen zu wenig Insekten um und alles. Das ist doch der Zusammenhang. Darum sagt man auch gegen Klima, oder? Umweltschutz und Biodiversität. Über das Klima und Umweltschutz rede ich nur ganz wenig. Weil, mit Klima, das ist Umweltschutz, das sind Weltthemen, das ist weltgemacht, wir gehören natürlich auch dazu. Aber für die Biodiversität, auch wenn es zusammenhängt, können wir national natürlich viel mehr machen. Oder? Mit dem, was wir jetzt gesagt haben. Und wenn in der Schweiz immer noch viel Uhu abgeschlagen werden von der Stromleitung, oder? Und man die könnte isolieren. Wir haben das Problem erkannt. Man macht es auch. Also, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Hat das nichts mit dem Klima zu tun, oder? Das sind Sachen, wo wir, oder dass weniger Igu auf der Straße überfahren werden. Das hat auch nichts mit dem Klima zu tun. Da können wir selber einen Beitrag national leisten. Wunderbar, wir könnten natürlich noch ewig weiterreden, aber unsere Stunde, unglaublich, ist schon vorbei. Ich danke euch ganz herzlich für das wirklich sehr anregende und auch interessante und lehrreiche Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute und
haben unseren Gärten weiterhin Sorge. Danke vielmals. Wir schauen jetzt als nächstes in dieser Sendung gerade auch wieder ein schönes Naturgebiet an, und zwar das Neracher Ried. Eines der letzten großen Flachmoore der Schweiz, das Neracher Ried im Zürcher Unterland, bietet Lebensraum für unzählige Tiere und Pflanzen. BirdLife Schweiz, die ALA, der Kanton Zürich und die Gemeinden Nerach, Höri und Niederglatt helfen mit, das Flachmoor zu erhalten. Doch dazu braucht es einen verstärkten Einsatz. Mitten in einer intensiv genutzten Landschaft hat die Naturoase eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Überleben kann sie nur, wenn ihr der Mensch genügend Platz gibt. Vor rund 20.000 Jahren zog sich der Lindgletscher zurück und es bildete sich ein flacher See, der langsam verlandete. Das Neracher Ried entstand. Schon bald siedelten hier Menschen und nutzten das Ried. Noch vor 60 Jahren war das Neracher Ried weit und offen. Bauern schnitten alljährlich die Flächen und nutzten die Streue im Stall. Wenn das aufgestaute Wasser gefror, bildete sich ein riesiges Eisfeld. Durch Überdüngung verlandete das Ried immer schneller. Die Wasserflächen verschwanden. Darum bauten 1977 Natur- und Vogelschutzorganisationen, der Kanton und die Gemeinde Nerach einen Flachteich. Noch heute das Kernstück des Rieds und des 1999 eröffneten BirdLife Naturzentrums. So ließen sich Störungen, die das Schutzgebiet zu entwerten drohten, wirksam reduzieren. Das Neracher Ried ist nur noch auf den Wegen und dem Steg des Naturzentrums öffentlich zugänglich. Die Riedwiesen gehören den Tieren und Pflanzen. Für rastende Enten sind diese Gebiete sehr wichtig. Hier können sie in Ruhe Nahrung suchen. Krick- und Knäkenten sind im Frühling regelmäßige Gäste. Sie brüten allerdings nur selten im Neracher Ried, im Gegensatz zur Stockente. Dank der speziellen Beweidung durch Hochlandrinder ist der Kiebitz, ein Bodenbrüter, im Ried anzutreffen. Leicht zu beobachten ist das Blässhuhn oder Taucherli mit seinen rotköpfigen Jungen. Häufig ist er Teichrohrsänger. Er baut sein Nest gut versteckt zwischen den Schilfhalmen. Während der Sumpfrohrsänger erst ab Mitte Mai singend ein Weibchen sucht, zieht die Lachmöwe bereits Junge auf. Die Lachmöwe brütet nur an wenigen Plätzen in der Schweiz. Auch der Weißstorch und die Nachtigall brüten am Rande des Rieds. Gäste wie Grünschenkel und Waldwasserläufer rasten über den ganzen Frühling im Ried, bevor sie zu ihren Brutgebieten fliegen. In den mageren Riedwiesen blühen Kuckuckslichtnelken und verschiedene Orchideen. Häufig ist auch die gelbe Schwertlilie.
Vom BirdLife Naturzentrum aus führt ein Holzsteg zum Naturpfad und zu den beiden Beobachtungshütten. Aus diesen lassen sich vor allem Vögel ganz aus der Nähe beobachten, ohne sie zu stören. Die idyllische Landschaft ist nach wie vor bedroht. Aus intensiv genutzten, angrenzenden Landwirtschaftsflächen ohne ungedüngte Pufferzonen gelangen Nährstoffe in die mageren Riedwiesen. Problempflanzen wie die Goldrute können sich ausbreiten und müssen gejätet werden. Wege ohne Deckung bringen Störungen. Abgase von Flugzeugen, Heizungen und Autos düngen zusätzlich. Stark befahrene Straßen zerschneiden das Riet in drei Teile. Eine tödliche Falle für wandernde Frösche, Kröten und Käfer. BirdLife Schweiz, die Vogelkunde- und Schutzorganisation ALA, die Gemeinden Nerach, Höri und Niederglatt sowie die Fachstelle Naturschutz und die Fischerei- und Jagdverwaltung arbeiten gemeinsam an Lösungen. Es wird Sommer im Riet. Die Vögel haben ihre Brut abgeschlossen. Verschiedene Reiherarten tummeln sich im Riet und suchen nach Nahrung. Aus der Luft späht der Rotmilan nach toten Tieren. Der Schwarzstorch ist jedes Jahr zu Gast im Neracher Riet. In der Dämmerung sammeln sich Tausende von Staren, bevor sie die Nacht im Schilf verbringen. Noch blühen Pflanzen wie der Gilbweiderich. Auffällig sind jetzt die vielen Insekten. Für die kleine Binsenjungfer ist das Riet sehr wichtig. Gegen 50 Libellenarten sind hier nachgewiesen. Im August wird der Wasserstand abgesenkt. Der Schlammgrund der Teiche liegt frei. Ein Eldorado für rastende Wartvögel. Feuchtgebiete wie das Neracher Riet sind für Wartvögel sehr wichtig. Denn nur hier können sie sich das nötige Fettpolster für den Weiterflug ans Mittelmeer oder nach Afrika anfressen. Die seltene Zwergdommel ist nach der Brut im Riet nicht mehr so heimlich und kann nun besser beobachtet werden. Der Eisvogel ist meist ab September zu sehen. Kopf voran stürzt er sich ins Wasser und fängt kleine Fische. Durch das Absenken des Wasserstandes lässt sich das Schutzgebiet bewirtschaften. Im Herbst schneiden die Fachstelle Naturschutz und lokale Landwirte mit dem Balkenmäher die Rietflächen. Dank der breiten Raupen ist der Bodendruck auf das Riet gering und die Fauna wird geschont. Um die offene Landschaft zu erhalten, müssen Bäume und Sträucher regelmäßig auf den Stock gesetzt werden. Aber auch der Biber mischt bei der Bewirtschaftung mit. Meist sind nur seine Spuren sichtbar. Außerdem helfen schottische Hochlandrinder bei der Rietbewirtschaftung mit. Sie fressen Schilf und sogar Brennnesseln, halten so die Pflanzendecke kurz und schaffen offene Stellen. Davon profitieren Wartvögel wie der Kiebitz, Libellen und besondere Pflanzen. Im November wird es ruhig im Neracher Riet. Auffällig sind nun die Rotmilane. Zu
Vor Dutzenden treffen sie sich hier in ihren Schlafplätzen, eine der größten Ansammlungen in der Schweiz. Mitte Dezember wird das Wasser wieder aufgestaut. Die weiten, seichten Wasserflächen bieten Nahrung für viele verschiedene Wasservögel. Schnee liegt meist nur für kurze Zeit. Auf den gefrorenen Flächen hinterlassen Füchse ihre Spuren. Auch der Biber ist aktiv. Und schon bald werden die ersten Zugvögel zurückkehren. Noch immer gibt es viel zu tun, um das national bedeutende Schutzgebiet Neracheriet auch in Zukunft als einzigartigen Lebensraum zu erhalten. In den Saumbachwiesen ließ sich ein zukunftsweisendes Projekt realisieren. Eine Fläche am Rande des Riets konnte renaturiert werden. Spannende Tiere und Pflanzen ließen nicht lange auf sich warten. Doch sie brauchen ein Netz von solchen Lebensräumen, die miteinander verbunden sind. Noch fehlt dies und die Umgebung des Riets ist zu wenig naturnah. Auch sind da noch die Straßen. Das BirdLife Naturzentrum Neracheriet zeigt, von Naturschutzmaßnahmen profitieren alle. Tiere, Pflanzen und wir Menschen. Die Natur braucht Platz. Helfen Sie mit bei der Naturschutzarbeit von BirdLife Schweiz und seinen Partnern. Herzlichen Dank. Bird Race 2022, gestern Abend um 9 Uhr gestartet und heute um 9 Uhr, 24 Stunden später, geht es zu Ende. Das heisst, es bleiben noch 20 Minuten, um vielleicht noch die alles entscheidend letzte Vogelart zu entdecken. Wobei, wenn ich voraus schaue, es ist wieder dunkel geworden. Es ist eigentlich wie die letzte Nacht. Ist da überhaupt noch etwas zu holen in den letzten 20 Minuten? Ja, das geht dann meistens nur um einzelne Arten, muss man ehrlich sein. Vielleicht noch eine Waldohrrüle oder so, die schon unterwegs ist. Vielleicht hört man noch, wenn man im See ist, noch irgendeinen Ruf aus einem Schilf raus. Oder kann im Taschenlampenlicht noch die eine oder andere Art entdecken. Also höchstens noch nachholen, was man verpasst hat in der letzten Nacht. Genau, es geht allenfalls noch um zwei, drei Arten, vielleicht so höchstens, wenn es ganz gut kommt, noch in den letzten paar Minuten. Also in 22 Minuten ist es dann fertig. Dann geht es natürlich noch seitlich, bis das Resultat zu uns kommt. Aber wir sind natürlich upgedatet. Das heisst, du kannst uns gewisse Zwischenrangierungen durchgeben. Das ist so Stand vor einer Stunde, anderthalb. Ja, vor einer halben Stunde. Vor einer halben Stunde? Oh, da sind ungefähr, wir aber noch, genau. Noch nicht brutal näher genau. Der Entscheidung. Was oh, jetzt. Genau. Es ist klein geschrieben, aber man sieht da. Man könnte noch ein bisschen reinzoomen. Ah, ja. Genau, wunderbar. Also, ihr seht an der Spitze da, die sind nah beieinander. Wobei, sie haben natürlich, wow. nicht alle zur gleichen Zeit ihren letzten Stand durchgegeben. Von dem her haben also, die einen jetzt noch mehr Luft auf die letzten Eulen nach. Genau. Also, wir haben jetzt da 138, 137 und 136 Arten. Und das sind die drei Teams, die ich bei den Favoriten genannt habe: Swiss Warrobirders, Peppy Bubbler und Cracks Cracks. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was die in den letzten Stunden noch machen. Swiss Warrobirders sind den ganzen Tag im Seeland unterwegs gsi und in Yverdon. Wenn die jetzt in den letzten ein, zwei Stunden vielleicht noch in Jura rauf sind, dann können die dort vielleicht die noch vier, noch, fünf Arten machen. Weil im Seeland haben sie abgerast. Wenn sie im die Seeland, noch nicht anders. Genau, wenn sie im Seeland bleiben, dann kommen sie vielleicht ganz knapp gerade noch über 140. Bei Cracks Cracks und Peppy Bubbler, die sind in den Bergen oben gestartet. Die haben jetzt theoretisch noch ein bisschen mehr Potenzial im Flachland unten.
Das heisst, je nachdem, was die Swiss Varroa Birders machen, können die vielleicht noch überholen oder eben auch nicht. Also und dann noch mein Lieblingswortspiel, oder? No Egrets. No Egrets. Die sind ja immerhin Vierte. Genau, die sind jetzt aktuell auf dem vierten Platz. Eben, es ist halt schwierig zu sagen, wenn das letzte Update war. Aber je nachdem könnt ihr auch noch auf knapp 140 Also das ist so eine Tendenzliste, oder? Bei der Wahlsendung, der nationalen Ständeratswahlen, würde man sagen, jawohl, das ist so eine Hochrechnung. Und es sind aber plus minus 5%, oder? Ist eine Fehlerquelle. Das heisst also, man kann sagen, die, die auf den ersten drei Rängen sind, die können alle noch gewinnen. Und genau. der vierte ist, kann aber auch noch aufs Podest kommen, theoretisch. Genau. Also ich würde jetzt sogar sagen, je nachdem, von wann die Updates genau sind, dass ich weiss ja nicht, wann die Teams genau. ihre Arten noch eingetragen haben. Und dann haben wir ja noch hinten dran, habe ich auch ein bisschen verbarmen gehabt, mit denen, die erst bei 32 und so sind. Aber die haben dann brutal aufgeholt. Also unter 60 praktisch niemand mehr. Also genau, wir haben jetzt auch nur die vordersten 40 Teams drin. Aber eben, ich gehe davon aus, dass die so wenige Arten jetzt noch haben, die haben einfach noch nicht alles eingetragen. Die haben bis morgen Morgen um 11 Uhr haben sie noch Zeit, um ihre Arten einzutragen. Genau. Das heisst, also so das richtige, absolute Schlussresultat, das können wir heute eigentlich nicht, validierte. Genau. Man hat nur so einen ungefähren. Genau. Aber wir schauen sicher nach dem 9 noch mal drauf. Jawohl, und genau. Ich tue dann auch noch mal überprüfen, welches Team das wirklich um die 9 Uhr noch mal geupdatet hat. Das ist dann sozusagen Abschluss und Höhepunkt von der Sendung. Genau, natürlich. Aber erstens ist erst Viertel von 9 Uhr, zweitens müssen sie dann um 9 Uhr noch übermitteln. Also es geht noch Zeit. Ich würde sagen, in einer halben Stunde. Kommen wir da, mehr oder weniger. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Und, tatsächlich. Es gibt wenig Überraschungen eigentlich bei diesen Teams, die ganz und es ist eigentlich ein höchstes Niveau, weil es sind viel näher an der 140, oder? Genau, das ist sehr beachtlich. Also wenn man bedenkt, dass das erst vor etwa 5 Jahren überhaupt das erste Mal mehr als 140 Arten gesehen worden sind, dann ist das doch beeindruckend, wie viele Teams das jetzt in dieser Grössenordnung sind. Was meinen eigentlich die Experten, unsere Experten zu diesen Zwischenresultaten? Ich glaube, die ja, müssen wieder sagen, Platz nehmen. Genau, das ist jetzt der Moment. Auch da haben wir wieder tricky 3 Experten mit 2 Mikrofonen, aber sie haben ja das schon voran total gemeistert. Ihr kommt ja daraus. Ist das ein so erwartete Zwischenergebnis? Ja, es ist jedes Bird Race wieder anders. Von dem her, ein klassisches erwartetes Ergebnis gibt es für mich nicht. Wir sind wieder in der Nähe von diesen 140 Arten. Das ist seit ein paar Jahren. Vor 10 Jahren wäre das noch ein fast unglaubliches Resultat gewesen, wo man nicht sicher war, wann wird es erreicht. Aber in den letzten paar Jahren ist das die Grössenordnung, wo die Top-Teams schaffen oder daran kratzen. Oder? Jetzt werden wir sehen, ob da in den letzten Minuten eben noch die ein oder andere Rüle dazukommt oder sonst noch ein Flugruf, dass dann die 140 Arten allenfalls noch knackt werden. Das ist ein absolut super Resultat. Also das ist grandios. Frage an die Frau, du hast auch schon mitgemacht, was passiert da so in der letzten Stunde? Ist da eigentlich die Luft draussen oder sagt man jetzt noch das alles Entscheidende? Also weißt du so die Gefühlslage amix, ganz zum Schluss? Also ich merke sogar jetzt, es geht wirklich noch um die letzten Arten. Und das Bird Race ist einfach am 9 Uhr fertig und wirklich keine Sekunde früher. Das geht nicht. Da ist man voll dran und wirklich die Ohren, Elefantenohren. Man probiert einfach alles bis um 9 Uhr zu geben. Und die Frage an achtfachen Sieger, habt ihr amix den Sieg eigentlich schon relativ früh im Trocknen gehabt? Oder habt ihr auch schon mal mit einem Schlussspurt noch die Überraschung geschafft, bei diesen 8 Erfolgen? Man kann es natürlich nie ganz genau wissen, wie man innen ist. Es ist nicht offengelegt, welches Team wie viel hat. Die Liste, die jetzt Michael präsentiert hat, die ist nicht bekannt, normalerweise der andere Team. Man weiss es schlichtweg nicht, aber vor 2 Jahren, wo wir den neuen Rekord mit 144 Arten aufgestellt haben, war es so, dass wir in Yverdon waren, beim Limicolenfeld, ausgeschossen mit den Arten und dann haben wir schnell Strategiewechsel gemacht und sind noch in Jura, Saint-Croix, mit dem Velo auf den Pass raufgefahren und haben dort noch die letzten paar Arten können machen. Es ist also schon möglich, am Schluss noch ein paar dazuzunehmen. Und das ist jetzt die grosse Frage. Die Teams, die vorne sind, welche Strategie fahren sie? Gehen sie noch vom Mittelland rauf in die Berge und können noch weitere Arten dazunehmen, die unten nicht möglich sind? Das wissen wir nicht genau. Das scheint ein bisschen taktisch zu sein. Unten alles abgrasen, was viel hat.
Und wenn man das erledigt hat, dann, wobei, weißt du, ihr sagt das so, ja, gehen wir noch in Jura an, aber eben ÖV oder können da einer die Veloprofi dann am Schluss? Ja, es ist natürlich eine sportliche Parforce-Leistung. Mhm. Die jetzt noch im Jura angreifen, oberhalb Yverdon, das kann sein, 500 Höhenmeter mit Stativ, Rucksack, Fernrohr, mit dem Velo. Das geht richtig an die Substanz und dazu immer die Ohren offen haben, die Augen, ob noch die eine oder andere Art dazukommt. Gut, jetzt ist meine Frage, das Wort Stativ ist gefallen. Also, natürlich ist es schön, wenn man ein Foto hat von all diesen Arten, aber wenn du gewinnen willst, musst du den nur sehen oder hören. Das heisst, theoretisch kannst du, gut, das Fernrohr nicht, aber den Fotoapparat kannst du Futter rühren. Jetzt geht es ums Ganze. Also wie der Tour de France-Fahrer beim Schlussspurt, oder? Der rührt auch noch alle Flaschen fort, alles, jedes Gramm Gewicht fort. Ist es möglich, dass das jetzt auch so ähnlich passiert? Ja, die Kamera ist wahrscheinlich ein bisschen teurer. Ja, ist klar, genau. Also so ein Bidon beim Velofahrer, von dem her, ich glaube, es gibt viele Bird Racer, die gar keine grosse Kamera mitnehmen, eben der Adrian hat es vorher gesagt, oder? Beim Bird Race schaut man und hört man vor allem, das heisst, das Fernrohr ist mit dabei und darum hat das Stativ und die Kamera ist möglicherweise von Anfang an daheim geblieben oder wenn ist es eine kleinere, wo man... Also ich kann mir vorstellen, also jetzt eben da, Seeland ist abgerastet, jetzt schmeiße ich meine Kamera am Hauptbahnhof Biel in ein Schliessfach und gehe nur noch so drauf. Absolut denkbar, ja. Also Schliessfächer kommen am Bird Race immer einmal wieder zum Einsatz. Ja. Das habe ich selber auch schon gemacht, ja. Ah, okay. Gerade wenn man zeltet hat oder im Schlafsack draussen noch immer übernachtet hat, dass man dann zu Bern oder sonst noch immer irgendetwas ins Schliessfach reinstopft und das erst nachher die Bird Race wieder abholen, ist eine absolut normale Taktik. Und jetzt habe ich vorher dich schon gefragt, was passiert kurz in der letzten Stunde und was passiert eigentlich nachher am 9. Uhr? Ja, dann ist man mal durchschnaufen, das erste Mal vom Tag. Und dann geht es darum, noch einmal durchzuschauen, hat man alle Arten aufgeschrieben. Und er meldet mir das Resultat. Und geht noch einmal natürlich die Highlights durch. Und da hätten wir vielleicht. Also, wir sind sofort am Reflektieren und am Austauschen. Weil dort trifft man sich ja jetzt erst einmal auch richtig Zeit, für miteinander zu reden. Also, für die, die eben nicht die ganze 3,5 Stunden geschaut haben, sondern erst jetzt vielleicht auf die Entscheidung her, möchte ich euch gleich noch mal vorstellen. Also, wir haben Andreas Straske gehört, da haben wir den Raphael Eie. Und der achtfache Sieger, der Adrian Jordi, das ist unsere Expertengruppe, die jetzt eigentlich gespannt, wie wir alle, oder, wartet, wie jetzt das Resultat rauskommt. Was wir aber schon wissen, ist, wie die Bedingungen waren. Also an sich schönes Wetter, aber es hat gleich auch ein bisschen geregnet. Also vor allem ein bisschen etwas, also so vom hohlen Bauch aus, würde ich sagen, ist eigentlich noch gut. Also ich würde schon sagen, wir haben heute nahezu perfekte Bird-Race-Bedingungen gehabt. Es hat die Nacht geregnet, was gut ist, weil Zugvögel, die durchfliegen würden, dann eine Landung machen und runterkommen an Boden und man sie dann am Morgen dort auffinden kann. Das ist gut. Zweitens ist, wir hatten nicht starke Windlagen gehabt, die es behindert haben. Es war nicht zu heiss gewesen. Also viel Vorteil. Heute vielleicht ein Nachteil, je nachdem, wenn man am falschen Ort war und in eine Regenschauer reingekommen ist, dann hat man vielleicht eine Stunde verloren. Jetzt haben wir eine Live-Schaltung. Genau, das Team Schülischins Erben, die sind heute im Neracher Ried den ganzen Tag nur in einem Gebiet unterwegs gewesen und haben dort, glaube ich, einen fantastischen Tag eingezogen. Genau, ja, das ist richtig. Ja, hallo zusammen. Hallo. Sorry. Wir haben gestern Abend gestartet, um 21 Uhr und es ging gut los mit überfliegenden Temming-Strandläufern. Und mit weiteren Limikolen, die wir schon am Flachteich rufen konnten, hören konnten. Und dann hatten wir schon die ersten, ich glaube, wie viele Arten waren es? Sieben Arten hatten wir gestern Abend schon im Kasten. Und dann haben wir heute Morgen, sind wir gestartet um 5.30 Uhr etwa und konnten dann erstmal den Sichler entdecken. Um knapp 5.40 Uhr lief er 4 Meter entfernt von uns unter dem Steg durch. In völliger Dunkelheit konnte man eine Silhouette erkennen, die sich dort bewegte. Und dann ging es auch gleich gut weiter, oder? Ja, definitiv. Ich bin gerade völlig überrascht gewesen, wie viele Arten das wir haben. Hätte ich nie gedacht. Ich habe selber geschätzt, vielleicht 50. Wir haben einiges mehr als die 50 zusammengebracht.
für mich persönlich ein paar Highlights, zum Beispiel Fischadler, die ich erst zum zweiten Mal gesehen habe. Und erst beobachtet für mich selber mit den Weissflügeln Seeschwalben. Extrem lässig, sie hat extrem viele Mikrolen. Ja, echt alles Mögliche gesehen, völlig überrascht gewesen. Habt ihr von Anfang an gewusst, Neracher Ried, das ist unser Gebiet, da bleiben wir und das wollen wir möglichst ausschöpfen und das langt uns auch, sozusagen? Genau, also das Neracher Ried ist ja ein Adlerreservat, die Schweizerische Gesellschaft für Vogelschutz und Vogelkunde, und wir drei sind eben die Reservatsbetreuer für die Adler hier in dem Gebiet. Das heißt, wir machen die jährlichen Kartierungen. Wir sind über das ganze Jahr verteilt einfach sehr, sehr viel im Gebiet. Wir kennen das Gebiet sehr gut. Und dieses Jahr wollten wir einmal ausprobieren, was ist eigentlich möglich, wenn man nicht nur eben den Morgen über kartiert oder wenige Stunden da, sondern was ist eigentlich möglich in dem Gebiet zu sehen, wenn man wirklich 24 Stunden hier verbringt. Und das war eigentlich die Grundidee, warum wir das nur in diesem Gebiet gemacht haben. Und das haben wir super umgesetzt und darum sehen wir jetzt auch glücklich und zufrieden. So sehen wir jedenfalls aus. Genau. Definitiv. Das sind wir. Und jetzt müsst ihr uns gleich noch verraten, wie viele Arten das ihr jetzt gemacht habt. Also am Ende sind es dann 87 geworden, deutlich mehr, als wir uns jemals erträumt hatten. Ein paar Arten waren schwierig. Wir haben kämpfen müssen, bis wir die erste Goldammer hatten. Ich glaube, wir hatten sie um 19.30 Uhr etwa. dann kamen noch Dohle und Saatkrähe hinzu. Also ein paar Arten sind ja wirklich schwierig, weil man einfach keinen Wald hat. Ja, auch gerade mit buchfinkhäufigsten Brutvogel haben wir recht müssen kämpfen, dass wir den noch verwischen. Genau, uns fehlen aber auch andere Arten wie Eichelhäher, den wir nicht gesehen haben. Wir haben fast keine Drosseln, also Misteldrossel haben wir nicht, Wacholderdrossel haben wir nicht. Wir haben keinen Kormoran. Also man merkt schon, dass es in diesem kleinen Gebiet dann auch schwierig ist, gewisse Arten mit einer gewissen Regelmäßigkeit anzutreffen. Dafür haben wir einen Haufen eigentlich sehr seltene, sehr spezielle Arten, was echt noch recht lustig ist. Aber 87 ist super, also ich spienzle da auf die Resultatliste in Top 30. Lange das also vorig, also in die erste Hälfte sowieso, wahrscheinlich sogar ins erste Drittel. Ja, es ist natürlich top, wenn man ein Team sieht, das so lokal bleibt. Und es ist eine riesige Freude auch, Vogelschutzlegende Werden Müller zu sehen in einem Team. 87 Arten im Neerach, Ried, Hut ab, mit sicherer Weissflug aus Seeschwalben. Top-Leistung. Das ist so ein bisschen eigentlich ein Wunschteam, oder? Also sollen nicht alle Neuenburger sehen rennen, sondern, genau, sondern ja. Schauen, ein bisschen, dass die ganze Schweiz abdeckt wird. Das ist so, ja. Absolut. Und das ist ja auch die neue Strategie, die wir mit dem Bird Race fahren, dass wir wirklich auch den Teams, die es aus Spass machen, eine Plattform bieten wollen, den Teams, die Sponsoring im Vordergrund stellen. Ich würde nachher vielleicht noch zwei Sätze zum Sponsoring und zu dem Zweck des Bird Race sagen. Aber auch, dass wir eben neu seit diesem Jahr die regionalen Ranglisten auch machen und anbieten. Weil, wenn es um nationale Ranglisten geht, wir haben das vorher hier in der Runde besprochen, ja, man kommt fast nicht um den Neuenburgersee und den Fanel drumherum. Und das führt dazu, dass dann an gewissen oben vom Bird Race irgendwie 15 Teams auf dem einen Fanel-Damm alle nebeneinander gestanden sind und man sich quasi auf der Stativ rumsteht. Und obwohl es jetzt zum Teil andere Taktiken gibt, wo Teams am oben noch in Richtung Jura aufgehen, ist es doch so, dass sich am Fanel wahnsinnig konzentriert. Und mit der regionalen Rangliste eben bieten wir auch eine Möglichkeit und eben auch ein bisschen der Impuls, dass man sich überlegt, hey, was kann ich in der Ostschweiz machen, was kann ich nur im Kanton Aargau machen. Oder eben jetzt das Beispiel vom Team im Neeracher Ried, wo ein fantastisches Feuchtgebiet ist. Das ist über einen Quadratkilometer, wo eben die ALA, unsere Mitgliedsorganisation, seit 100 Jahren quasi aktiv ist und BirdLife Schweiz, das BirdLife Naturzentrum, ein anderes, das älteste von BirdLife, dort im Neeracher Ried betreibt. Das ist natürlich ein ganz tolles Gebiet. Und können jetzt zeigen, dass in so einem kleinen Gebiet, eben ein bisschen mehr als ein Quadratkilometer, in 24 Stunden 87 Arten möglich sind. Das ist ich toll. Höre gerade, dass mein Lieblingsteam, und zwar nur aufgrund des Wortspiels, oder? Aber gleich nimmt es mich wunder, wie die auch aussehen. Nämlich No Egrets haben wir jetzt live auf dem Sender heute zusammen. Also meine Sympathie haben wir allein schon vom Namen her. Jawohl, da sind sie. Oh, es wird langsam dunkel. Heute zusammen, Big Smile, jetzt brauchen wir noch irgendwie den Ton, aber das schaffen wir schon noch.
So, jawohl, jetzt gehen wir genau. Ja, wunderbar. Super. Sehr gut. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Es ist schon stockdunkel hier oben im Jura, genau. Und wir haben eine sehr schöne Aussicht hier über den, oh, über wow, den Jurawald, wo wir jetzt gerade noch ein paar tolle Arten dürfen sehen, zum Beispiel die Waldschnepfen und den Sperlingskauz. Also ja, ihr seid jetzt einig, wo noch am Schluss noch in Jura sind, weil das übliche Gebiet Seeland, Neuenburgersee, haben wir abgerastet und jetzt haben wir noch einen kurzen Abstecher gemacht. Sehe ich das richtig so? Ja, kurz ist ein bisschen untertrieben, aber wir haben auf die Fünfe gemerkt, dass wir eigentlich schon viel vom Mittelland gesehen haben. Wir haben auch viel Glück gehabt mit vielen Arten. Und dann haben wir gedacht, ja, wir probieren es noch ein bisschen in den Bergen. Und jetzt sind wir doch noch 600 Höhenmeter Velo gefahren auf Goldegi heisst er. Genau. Und da haben wir gemerkt, dass wir alle schon ziemlich alt sind. Ja, genau. Es weht weh, aber es hat sich gelohnt. Aber eben, wie viele Arten haben wir zusätzlich noch dank dieser Parfumsleistung können buchen? Ja, das sind sicher noch mal 6, 7, 8 Arten gewesen. Oh. Und jetzt sind wir bei total 134 Arten. Genau. Rekord für uns alle bis jetzt. Das ist super, das ist Top 10 natürlich. Ja, das ist wahrscheinlich Top 5 ja. sogar, würde ich jetzt vermuten. Je nachdem, also, ihr habt mich nicht enttäuscht. Namengebung genau. Ist sowieso schon spitze, oder? Und super, jetzt auch das Resultat. Wie viele Egrets haben wir denn jetzt? Egrets haben wir nur einen geschafft. Nur einen, ja, immerhin. Also dürfen wir den jetzt zählen mit unserem Namen? Genau. Ja, müssen wir noch diskutieren. No. Genau. Gut, danke. Super. Vielmals. Vielen Dank. Und schönen Abend. Jetzt könnt ihr noch 2 Minuten lang knütteln wie Taffen und nachher könnt ihr in den Müsch liegen. Genau. Genau. In 2 Minuten ist nämlich 9 und dann ist das 24-stündige Bird Race End. Kann man schon das Fazit ziehen, Art? Ja, das Fazit ist auf jeden Fall, dass die Teams alles gegeben haben. Wir haben viele Teams, die hoch oben drin sind, über 130 Arten. Und man sieht jetzt, die Strategie ist voll aufgegangen mit dem Angriff im Jura. Die 600 Meter haben sich gelohnt. Ein paar Arten noch dazu. Und natürlich Sperlingskauz, eine sensationelle Art. Waldschnepfen sieht man nicht jeden Tag. Jeder Bürger in der Schweiz wird neidisch sein, wenn man sieht, was die jetzt noch abgeliefert haben am Schluss und wer da gerne dabei gewesen. Also, Top-Leistung. Die nächste Schaltung ist schon genau. Da, nämlich von den Rough Riders. Hallo. Hallo zusammen. Oh, auch bei euch ist schon dunkel. Hä? Genau. Stockfeister, aber der Waldkauz will gleich nicht singen. Den haben wir gestern Abend noch nicht gehabt. Nein, wir haben gestern Abend auf dem Grunigo gestartet. Wir als Berner natürlich müssen irgendwo in die Berge rauf. Es war aber sehr ruhig und abgesehen von der Singdrossel und der Mauschwalbe im Nest sogar, hat es nicht mehr für viel gelangt. Heute Morgen hat es halt ein böses Erwachen gegeben. Wenn man in die Berge gegangen ist, ist es feucht fröhlich geworden. Und als wir den Wecker gehört haben, haben wir gedacht, ja, da gönnen wir uns noch eine halbe Stunde. Wir bleiben liegen. Und es hat definitiv nichts gebracht. Es hat auch ein Glas wie aus Köbeln. Wir sind jetzt hier am Plus im Funnel angelangt. Klassiker. Viel machen es, aber es lohnt sich halt auch, weil es hat gleich viele Arten, die noch möglich waren. Aber jetzt, in 15 Sekunden ist im Fall fertig. Schaut noch mal um. Wenn ihr nichts mehr seht, dann ist es fertig. Schlussresultat steht fest. Jetzt aber noch Waldkauz live in der Sendung, das wäre doch noch etwas. Genau. Aber Fazit, müde, aber glücklich, nehme ich an, oder? Definitiv. Also wir hatten super Zeit gehabt. Das Wetter hat so ein bisschen alles Mögliche gemacht, von kalt bis heiß, von trocken bis ganz nass. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt wirklich alle sehr zufrieden mit der Leistung, die wir heute gebracht haben. Wunderbar, wir gratulieren und wünschen noch einen schönen Abend. Vielen Dank, ja, kommt noch gut heim. Merci, tschüss zusammen. Und jetzt schlägt der Gong und jetzt wird nur noch zusammengezählt. Genau, jetzt wird noch zusammengezählt, eben nochmal durchschnaufen, wie Andrea gesagt hat. Nochmal überlegen, haben wir nicht doch noch irgendetwas vergessen, auf unsere Liste einzutragen. Die Liste nochmal kontrollieren, dann wird sie gemolden und nachher, schon bald wird dann wahrscheinlich der Michael sehen, dass da noch das eine oder andere Update stattfindet in dieser Liste. Und dann kommen wir dem Siegerteam immer näher und näher.
Jetzt ist schon so, dass wenn du willst gewinnen, musst du ja irgendwie eine Vogelart gesehen haben, wo alle anderen nicht gesehen haben, oder? Ja, nicht einmal unbedingt. Nicht? Nein, nein. Oft hat das Siegerteam nicht einmal die speziellsten Arten gesehen, sondern einfach halt die Arten, die eigentlich immer rum sind, die nicht wahnsinnig selten sind, von denen einen sehr hohen Anteil. Also haben wir von denen im Nerocherie gehört. Die haben eigentlich erwartet, also Komoran haben wir dann auf sicher. Und dann war einfach so ein Kognit da gewesen, in diesen 24 Stunden. Das ist dann Wettkampf Glück oder Pech. Genau. Aber gibt es schon so, wie soll ich sagen, einzelne Vogelsensationen, die sich da manchmal an die Oberfläche drängen? Ja, das kommt immer wieder vor am Bird Race, dass auch mal spezielle Arten gesehen oder sogar im Rahmen des Bird Race gefunden werden. Der Adrian Jordi hat es ja schon erzählt, er ist ein Spezialist für seltene Arten in der Schweiz. Er ist da sehr angefressen. Und wir würden jetzt ein paar Seltenheiten von den letzten Jahren, die da gesehen worden sind, anschauen. Wir haben die Experten, die das gerade kommentieren können. Genau, richtig, genau. Und nachher schauen wir auch noch, was heute. Das sind heute nämlich tatsächlich einige spezielle Arten gesehen worden. Ich würde sagen, fast mehr als an den meisten vergangenen Bird Race. Und das schauen wir dann auch noch kurz an, natürlich. Okay, also dann noch eine. Genau. Übergebe ich das Wort aus dem dritten Moderator, der hiermit ernannt worden ist. Und die Regie spielt uns jetzt dann sicher. Ich zeige jetzt das. Du bist am Drücker, die ganze Zeit. Ich bin am Drücker. Ja, genau. Ich habe lange gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Genau. Es ist jetzt leider kein besonders gutes Bild, aber es geht halt um die eine Art, die drauf ist. Ja, gut. Und zwar um die kleine da vorne. Ja. Seltenheit ist natürlich immer faszinierend, die jetzt gesehen an einem Bird Race. Darum jetzt ein kleiner Best-of-Seltenheiten Bird Race in der Schweiz. Aber man muss sehen, eine Seltenheit zählt nicht mehr als ein Gimpel, ein Blaumeisen oder ein Kormoran eben. Es ist eine Art, es ist ein Kreuzli, aber das Emotionale kommt natürlich dazu. Hier haben wir ein Odinshühnchen aus Skandinavien, wo wir auf Bird Race in den letzten Jahren hatten, hier am Klingnauer Stausee und auch über Rheindelta am Bodensee. Da hier das Bild vom Bodensee. Im Herbst sehen sie schön aus, aber wenn man es jetzt im Prachtkleid sieht, im Sommer, natürlich noch viel faszinierender und teilweise handzahm. Das ist sicher das Bild von Varangerhalbinseln von Norwegen. Und solche Vögel kommen manchmal schon bei uns in der Schweiz vorbei. Dann ein richtiges Highlight, der Terek-Wasserläufer. Lange Zeit wieder heilig Kral der Schweizer Börder. Niemand hat ihn gesehen. Und in den letzten Jahren sind 2-3 Exemplare aufgetaucht. Und der hier ist in den letzten Jahren auf einem Bird-Race entdeckt worden. Da am Klingnauer Stausee. Natürlich eine sensationelle Beobachtung. Und das Typische sind die gelben Beine und der aufgeworfene Schnabel. Da eine Rangerpose aus dem Ausland. Aber eben, von diesem Terek-Wasserläufer gibt es ganz, ganz wenige Nachweise überhaupt in der Schweiz. Genau. Ja, da haben wir Zitronenstelzen. Auch sehr seltener Gast aus dem Osten, aus Sibirien, Russland. Und da hat es einige im Tessin vor ein paar Jahren, im Herbst. Schwierig zu unterscheiden von Schafstelzen oder Bachstelzen, aber man hat sie sicher können bestimmen. Und die ist vom legendären Bird-Race-Team Krex dort abgekreuzelt worden im Tessin. Genau, die haben dort mal ein Tessin-Abenteuer gemacht und haben dann gerade im Volltreffer gelandet. Ja. Und die sind ja das Jahr wieder gut im Rennen. Genau, ja. Das ist eine andere Aufnahme von einer Zitronenstelze im Herbst. Von einem Jungvogel, langer Schwanz, weiße Flügelbinden, drüber Augenstreifen, die Tordecken umfasst. Sehr spezieller Vogel, schlicht, aber selten. Ja, da sehen wir jetzt nicht allzu viel drauf, aber das richtige Highlight war vor ein paar Jahren ein Doppelschnepfen entdeckt von einem Bird Race Team im Nuhlener Ried am oberen Zürichsee. Das ist ein ganz spezieller Zugvogel. Der zieht in grosser Höhe teilweise von Skandinavien im Direktflug bis Afrika. Oh. Und eben so Bedingungen wie heute, wenn es dann regnet, könnten dazu führen, dass so ein Doppelschnepfen mal einen Zwischenhalt macht, aber in diesem Jahr ist keine gesehen worden. Das ist natürlich ein Foto, das gefällt mir, weil diesen Vogel habe ich selber entdeckt. Vor etwa 10 Jahren am Murtensee, das ist ein Schwalbenmöwe.
ganz arktische Art. Ich habe die dort entdeckt und verschiedene Bird Race Teams sind sofort hinzugeströmt, um die zu beobachten. Aber man muss eben aufpassen, nicht zu lange Zeit verbringen mit seltenen Arten. Weiter, weil Amseln, Kleiber, Singdrossel, Zungenkönig warten vielleicht noch irgendwo mehr. Und das ist wirklich das Archivbild aus dem 1994. Also schon dann hat man Bird Race gemacht. Das ist ein Falkenrotmöwe. Auch eine Rotmöwenart aus Skandinavien. Die ist bei Witzwil im Seeland gesessen, auf einem Acher, direkt neben dem Weg, ja, in der Nähe vom Neuenburger See. Mekka für Ornithologie. Genau, und jetzt kommen wir, glaube ich, schon zu den Highlights vom heutigen Tag. Es sind, wie gesagt, heute sind auch einige gute Arten gesehen worden. Ja, gestern ist es losgegangen, ist eine Meldung reingekommen aus dem Seeland, aus dem Grossen Moos, am 4. von 9. von einer Sumpfohreule. Und das Team Swiss Varro Birders hat es dann geschafft, nach den 9. die Eule zu sehen und sie haben wirklich einen Eulenrekord aufgestellt. Gestern am Abend 5 verschiedene Eulenarten. Oh. Bei Dunkelheit, muss man wissen. Und da war eben auch die Sumpfohreule dabei gewesen, ein sehr seltener Gast in der Schweiz. Momentan ist das so der grosse Star der Vögel in der Schweiz, die Blauracke. Im Mittelmeerraum beheimatet ist die Blauracke im August eingeflogen mit fast gegen 50 Individuen in der Schweiz. Die ist eigentlich da nicht im Normalfall. Man sieht, sie sieht sehr exotisch aus, sehr schön. Und momentan hat es noch Blauracken herum im Kanton Aargau, gar nicht allzu weit vom Klingnauer Stoss entfernt. Und die ist heute auch von Gruppen gesehen worden. Das ist natürlich ganz spektakulärer Vogel, der Gleitaar. Greifvogel, beheimatet in Südeuropa, Spanien, Südfrankreich. Der expandiert in letzter Zeit Richtung Europa, wird auch in der Schweiz häufiger gesehen. Und heute ist von einem Bird Race Team einen entdeckt worden im Rheindelta am Bodensee, auf österreichischem Staatsgebiet. Und das ist sehr eine schöne Entdeckung. Und es ist klar, wenn so viele Teams unterwegs sind, dann werden eben solche Arten entdeckt. Das hat zählt, oder? Hat er müssen in der Schweiz stehen und dann hat es zählt, wenn der Vogel zu Österreich war? Ja, also das ist eine Sonderregelung. Mhm. Das Vorarlberg Rheindelta am Bodensee darf man für das Bird Race so zählen. Der Grund ist einfach, die Ostschweizer wären sonst ein bisschen benachteiligt, wenn sie ihr bestes Gebiet der Gegend nicht dürften. Nein, für das Bird Race. Genau, und ich weiss so, dass im Bodensee gibt es keine Grenzen. Es ist nicht so, dass Grenzen zwischen der Schweiz und Deutschland irgendwie in der Mitte vom Bodensee durchgehen. Nein, der See gehört einfach allen. Das ist wie das Meer. Das heisst, die Grenze ist jeweils Ufer. Und wenn da irgendeiner wütet oder so, dann trifft einfach die Polizei, wie am nächsten ist. Und für Österreich gilt das Gleiche. Und das ist eigentlich europäischer als das ganze Vereinigte Europa. Ja, das ist effektiv ein Spezialfall, aber es wäre jetzt nicht erlaubt, nach Friedrichshafen zu gehen und dort auf dem See aus etwas zu beobachten und es für das Bird Race zu zählen. Genau. Oh, so etwas schön farbiges. Das ist ein Papagei, der zu einem Käfig abbischt. Jetzt habe ich nicht testen, Benni, was das ist. Ein Papagei, sagst du? Hast du mal eine Chance? Nein, ich weiß es natürlich nicht. Ich will mich da nicht blamieren. Also, aber das führt mich natürlich zu einer Frage. Du erzählst jetzt da, und das ist eine seltene Art, und du erkennst immer da die, die auf dem Bild sind. Also, was macht denn so der durchschnittlich begabte Bird Racer? Hat er dann ein Büchlein da? Ich meine, Birdlife hat ja ein gutes Heftchen rausgegeben, oder? Wo man da den Vogel anschauen. Also laufen die da sozusagen mit dem Ding rum und sagen, oh, da haben wir einen Vogel, was ist das für einer? Ah ja, Seite 54 unten. Oder wie ist das? Oder sind das alles so Profi? Also nach dem Motto, das weiss man halt. Also vielen Dank fürs Lob für das Büchli «Vögel der Schweiz», das die 120 häufigsten Arten von der Schweiz darstellt. Das ist natürlich das Einsteigermodell, das wir jeder und jedem können zur Verfügung stellen können, einfach um auch ein bisschen im eigenen Garten also den ersten Einstieg machen. Die Bird Race Teams, auch die, die wir heute hier am Klingnauer Stausee angetroffen haben, die sind schon drei Schritte weiter. Die kennen das schon längstens. Aber natürlich, es gibt gute Bestimmungsbücher, wo man dann alle europäischen Vogelarten drin hat. Und jeder seriöse Birder hat irgendwann auch noch ein Bestimmungsbuch mit dabei. Selbst wenn man das meiste kennt, es lohnt sich immer, am liebsten noch mal etwas nachzuschauen, oder?
Also bei den Vögeln komme ich nicht raus, aber kommunikativ bin ich unglaublich stark, weil jetzt habe ich nämlich vom eigentlichen Problem abgelenkt, nämlich, dass ich nicht weiss, was das für ein Vogel war. Aber ich gebe mich geschlagen. Ja, kommen wir da auf den zurück. Das ist ein Bienenfresser. Und Benni, du kannst den auch sehen in der Schweiz. Wenn du mal im Sommer ins Wallis gehst, nach Leuk, hat es dort Fischteichen, hat es eine Beobachtungsstation mit Brutwänden, wo die Bienenfresser auch in der Schweiz brüten. Man kann fast sagen, es ist der schönste Brutvogel der Schweiz oder einer der schönsten, der Farbenfrost. Und der ist früher in der Schweiz nicht vorgekommen. Das ist eine südliche Art. Das haben wir ja vorhin schon mal gehört. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Eigentlich nicht mehr da. Und nachher plötzlich, ich glaube sogar der Hans-Peter Latter, oder wer hat das erzählt? Ja, gut, und dann plötzlich in rauen Mengen ist der wieder da. Ist das nicht ein bisschen ungerecht? Einfach die farbigen Vögel sind die populärsten. Der Eisvogel. Schön gelb Birol und so. Und jetzt auch der andere, den wir gesehen haben, der war ja super. Fast so schön wie der Eisvogel. Ist das so orange gewesen? Der allererste, den du gezeigt hast. Was ist das für ein Blauracken. Ja, genau. Mhm. Ja, das ist schon so, dass die farbenfrohen viele Fans haben. Aber viele Profis, die unterwegs sind am Bird Race, haben Freude an kleinen Braunen. Wenn er richtig selten ist, dann ist das auch gut. Aber eben da der Bienenfresser ist eine sehr schöne Art. Und 6, 7, 8 Teams haben heute den nachgewiesen auf dem Herbstzug. Als man angefangen hat mit dem Bird Race, Anfang der 90er Jahre, wäre das unmöglich gewesen. Bienenfresser im Herbst unmöglich. Und das ist jetzt eine Veränderung in der Vogelwelt, die positiv ist, dass der Bienenfresser auch bei uns wieder beobachtet werden kann. Und jetzt natürlich noch die doofe Frage des Tages. Frisst der tatsächlich Bienen? Unter anderem Bienen, Libellen, Grossinsekten, alles, was fliegt. Zerstörer von unserem Honig, sozusagen. Ja gut, das gehört dazu. Das ist Natur, genau. Das ist das Netzwerk im Ökosystem, gefressen und gefressen werden. Und man darf natürlich nicht vergessen, für die Bestäubungsleistung sind x verschiedene Arten zuständig. Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen etc. etc. Das heisst, wenn du ein paar Honigbienen, domestizierte Honigbienen, müssen daran glauben, in Gottes Namen, das gehört mit dazu. Wunderbar. Ist das die letzte? Oder? Ja, wir haben noch 2, 3 Arten. Dann würden wir noch einen Blick auf das Resultat werfen. Ja, jetzt kommen wir noch zu weiteren Highlights. Das ist ein Teichwasserläufer. Der ist viel seltener als jetzt ein Bienenfresser oder ein Blauracker in diesem Jahr. Momentan ist er sichtbar am Bielersee. Verschiedene Teams haben einen Hagneck-Delta heute auf die Liste gesetzt. Also jetzt bin ich doof. Geh mal zurück. Ich habe ihn nicht gesehen. Wo ist da der Vogel? Ich sehe nur... Fels. Ah, das ist gar kein Fels. Jetzt gesehen. Genau. Also so doof bin ich nicht. Also der ist wirklich obertarnt. Das ist natürlich auch weit weg, gell? Du machst richtig Fortschritt. Du hast Potenzial als Börder. In diesen 3 Stunden habe ich schon brutal viel. Genau. Und dann kommen wir noch zum letzten Highlight vom Tag. Hier am Klingnauer Stausee entdeckt worden. Wir waren da moderieren. Da ist via unsere App Swiss Bird Alert eine Meldung reingekommen. Zwergscharpe Klingnauer Stausee. 5 Minuten später sind wir rausgerannt, schauen, ob sie noch da ist. Sie war nicht mehr sichtbar. Aber das Gute ist, verschiedene Bird Race Teams haben sich auf die Liste setzen. Ein Vogel aus Osteuropa, ein sehr seltener Gast. Wie der Kormoran, nur ein kleiner. Genau. Und zum Abschluss haben wir noch ein kleines Video, und zwar aus dem Neracher Ried, vom Team, das wir dort gehört haben. Sie haben ja den Sichler schon erwähnt. Und den sehen wir jetzt hier noch im Video. Das ist das Video, das wir heute von unserem Team im Neracher Ried bekommen haben. Und spannend ist bei diesem Sichler, man sieht, er hat eine weisse Feder am Kopf. Diesen Vogel hat man ein paar Wochen vorher das erste Mal im Kanton Genf gesehen. Ah. Und so kann man mitverfolgen, dass er von Genf bis nach Zürich geflogen ist, und man weiss bei diesen Sichler, sie kommen hauptsächlich aus Südfrankreich, aus der Camargue. Super, das sind jetzt also wirklich da die Spezialitäten gewesen, und ich schließe aus dem, was ich jetzt alles gesehen und gehört habe, jedes Jahr gibt es wieder etwas Neues zu entdecken, auch am Bird Race und natürlich auch zwischendurch, nicht mehr. Absolut. Also so ist es beim Vogelbeobachten. Es gibt immer wieder Überraschungen. Man weiß nie genau, was einem erwartet. Und ich glaube, die Entdeckungen, das macht das Vogelbeobachten auch so spannend. Für mich sind es allerdings wirklich nicht nur die einzelnen Raritäten, die wichtig sind, sondern ich glaube,
Ein ganz zentraler Punkt, ich habe es schon vorher gesagt, vom Bird Race ist der Spass, den man da hat. Die Freude, unterwegs zu sein, aber eben auch, dass es ein Sponsorenlauf ist. Und ich glaube, auch in diesem Bereich haben wir natürlich in den letzten Jahren ganz tolle Fortschritte können machen. Wir haben heute, wenn ich es richtig gesehen habe, Michael, du korrigierst mich, 87 Teams unterwegs. Also wir haben wirklich eine exponentielle Entwicklung in Bezug auf die Anzahl Teams. Die Teams sind im Vorfeld, die haben nicht erst gestern oben am 9 Uhr verschaffen, sondern die haben schon Wochen vorher da verschaffen, indem sie rumgehen und Sponsoren suchen, die pro Art einen gewissen Geldbetrag zahlen. Das kann 20 Rappen pro Art sein oder 50 Rappen oder auch mehrere Franken pro Art. Das ist ganz unterschiedlich. Und das summiert sich dann über all die Teams und all die Arten, die beobachtet werden, summiert sich das und kommt dann eben wieder diesen Projekten zu gut. Sie sind am Anfang erwähnt worden, die 100 Naturjuwelen. Aus diesen 100 Naturjuwelen sind jetzt 140 Naturjuwelen geworden, weil die Sektionen von BirdLife da wirklich aktiv in die Hosen und in die Stiefel gestiegen sind und wollen umsetzen. Und das Ziel ist ja damit, dass man an x Orten, entweder ganz klein oder auch grösser, wieder Lebensräume für die Biodiversität, spezifisch für die Vögel auch, aber wirklich generell für die Biodiversität zur Verfügung stellen und so zum Schutz von der Biodiversität können beitragen. Genau, das ist dann eine positive Spirale, die sozusagen in Gang gesetzt wird. Dank der Sponsoren gibt es wieder mehr Fläche für die Vögel und dank dem gibt es wieder mehr Vögel. Absolut. Und dank der mehr Vögel gibt es vielleicht wieder mehr Sponsoren. Und die Sponsoren haben es wirklich verdient, auch nochmal herzlich verdankt zu werden. Es sind so viele, etwa 85 Teams und jedes Team hat 4 Sponsoren. Man kann nicht alle leider ablesen. Aber der Dank ist trotzdem gross und herzlich. Und jetzt? Ich möchte also auch den Teams nochmal ganz herzlich danken, die da wirklich so viele Spenden sammeln. Wir haben ein paar Teams, wir haben vorher Frisurkraut gehört, die in ihrer Karriere schon über 50'000 Franken gesammelt haben mit dem Bird Race. Wir haben ein anderes Team, die Klapperstörche, die sammeln jedes Jahr um die 10'000 Franken herum. Und letztes Jahr hat das Team aus einer von unseren Sektionen, aus dem Schaffhausischen, hat über 16'000 Franken gesammelt. Also das ist ein Wahnsinns-Effort. Die investieren da sehr, sehr, sehr viel Zeit drin, wirklich da Leute anzufragen, ob sie etwas spenden. Und das ist ein Wahnsinnsbetrag, die da zusammenkommen mit dem. Eben, und zwar nicht nur von den Teams, die gewonnen haben, sondern auch von den mittleren Lagen. Also auch wenn man 60 und nicht 140 60 Mal sowieso geht auch hoch, oder? Man will das ja gar nicht da, so genau. Man kann mit berechnen. 35 beobachteten Arten, wenn man gut Sponsoring gesammelt hat, absolut relevanten Beitrag zu diesen Projekten machen. Also, das ist wirklich für mich auch wichtig, dass nicht nur mit Siegerteams zählen. Wir haben jetzt neu auch ja das Thema Spendensieger, wo wir eine separate Rangliste machen, aber wirklich auch. Jedes einzelne Team, das etwas dazu beiträgt, verdient unseren grössten Dank. Das ist wirklich ein Gemeinschafts-Effort, das dann die entsprechenden Finanzen für Schutzprojekte zusammenbringen. Und ich bin überzeugt, das kann noch mehr werden in Zukunft. Wir haben so viele Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter in der Schweiz, das Hobby boomt. Und mein Aufruf ist ganz klar, jede Person, die hier Vögel beobachtet, soll doch mitmachen in Zukunft. Das ist eine Möglichkeit, etwas der Natur zurückzugeben, sich einzusetzen und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es macht richtig Spass, mal 24 Stunden da zu schauen, was man sehen kann. Es muss nicht um eine Zeit gehen, aber ein Top-Erlebnis. Also ein Leben jetzt schon, Bird Race 2023. Aber jetzt möchten wir doch am liebsten gerne wissen, ich weiss, es ist nicht möglich, weil es muss noch korrigiert werden und dann gibt es noch Nachmeldungen und dann überschlafen sie und die Schwalben ist gleich keine besondere gewesen, sondern gleich wie die anderen oder weiss ich was. Aber so eine Art provisorisches Schlussresultat zum Abschluss von unserer 3,5-stündigen Sendung. Das können wir auch. Kannst du, Michael Gerber, uns jetzt verkünden? Und wir haben eine dicke Überraschung. Oha. Wir haben einen neuen Rekord tatsächlich. Nein. Und zwar hat das Team Krex hat mittlerweile 148 Arten eingetragen. Wow! Liegt damit aktuell an der Spitze. Vor den Swiss Warrow Birders mit 140 und vor den Beppi Babbler, die Alten, mit auch 140 Arten. Ich denke, dass von einigen Teams noch ein paar Arten dazukommen, aber so wie jetzt die Updates in der letzten Zeit durch sind, gehe ich nicht davon aus, dass das andere Team noch schafft.
Im Moment über die 148 Arten aus. No Egrets, meine Liebling, auf Rang 5, genau. Und so weiter und so weiter. Genau. Vorne also 8 Vorsprünge, das holt es nicht mehr. He? Kriegs, Kriegs, würde ich sagen. Ist ein bisschen die Frage, von wann das die letzte Meldung von der Swiss Faro Partners ist, aber ich glaube nicht, dass sie... Aber ich meine 148, das ist schon ist eigentlich... ein Wahnsinnsresultat. Ja, ja, also dass das gerade 2 machen, das ist ja unwahrscheinlich, oder? Das ist ein Wahnsinnsresultat. Und Hut ab von dieser Leistung, Gregs, Gregs, die sind ja schon seit 20 Jahren, glaube ich, dabei. Mhm. Top-Leistung. Und die haben angefangen in den Bergen. Heute Morgen, total im Regen, haben sie noch, genau, haben sie noch gesendet. Sie haben da wirklich jetzt Pech und viel verpasst wegen dem. Aber wie wir jetzt gesehen haben, haben sie noch richtig aufgeholt im Tagesverlauf. Und ja, Top-Leistung. Und innerhalb von den letzten 3,5 Stunden hast du mir erklärt, was das bedeutet. Sag's mir nochmal, ich habe es schon wieder vergessen. Kriegs, Kriegs. Kriegs, Kriegs, genau, das ist der wissenschaftliche Name vom Wachtelkönig. Ah ja, genau. Der Wachtelkönig, jawohl, ist ganz ein seltener Brutvogel in der Schweiz. Wir haben ein sehr aufwendiges Artenförderungsprojekt für den Vogel. Mhm. Und das Lustige ist, der Teamchef von Kriegs, Kriegs, der Lukas Lombardo, die nennen sich seit über 20 Jahren, oder seit genau 20 Jahren, treten die unter dem Namen an. Und der Lukas Lombardo, der Teamchef, hat vor wenigen Jahren bei uns angefangen zu arbeiten und das Artenförderungsprogramm für den Wachtelkönig übernommen. Also ich würde eigentlich vorschlagen, dass der Wachtelkönig eigentlich der Vogel des Jahres 2023 werden, oder? Wegen grossen Erfolges des Teams Cracks Cracks. Wir gratulieren, zwar nicht offiziell, weil die Resultate sind noch inoffiziell, aber trotzdem ganz herzlich. Und damit, Michael, also ich bedanke mich natürlich bei dir, weil ohne dich wäre ich da völlig verloren gewesen. Dank der Experten habe ich auch viel können lernen heute und habe natürlich auch Freude daran. Und bin nach 3,5 Stunden allerdings fast so kaputt wie die dann noch 600 Meter in Jura gefahren sind. Am Schluss herzlichen Dank. Wollt jemand noch etwas sagen, sonst sind wir am Schluss von dieser Sendung. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich weiss nicht, wie lange haben Sie zugeschaut, sind Sie gekommen und wieder gegangen. Ist schon gleich. Wir haben Freude gehabt, Sie hoffentlich auch. Es lebe BirdLife seit 100 Jahren für die Vögel in der Schweiz, da bei uns dabei. Gute Nacht miteinander. Vielen Dank, Benni, natürlich von mir. Du hast das super durchgeführt uns und das hat viel Spass gemacht. Und auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle Teams, die sich da bei der Spendensammlung und heute Tag durch mega ins Zeug geleitet haben. Und wir bleiben sicher noch ein bisschen da und schauen uns noch die Resultate an, die so reinkommen. Und morgen am 11. wird dann die definitive Rangliste bei uns auf der Website birdrace.ch aufgeschaltet.